Keim leben wir mit Freude und Frust. Denn ob Mailand oder Krasnodar, auch in Aue sind wir immer da. Im Ostseestadion, in Kopenhagen klingelt's Telefon. Denn wir sind trotzdem hier. Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur, ich glaube, 183. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln kommt aus einer englischen Woche und so haben wir zwei Spiele zu besprechen, die zurückliegen. Einerseits das UEFA Conference League Qualifikationsspiel gegen den Moll wie die Verherber FC oder so. Da haben wir schon eine kleine Sonderfolge am Freitag auf Twitch zugemacht. Da war ich mit dem Frank unterwegs oder der Frank mit mir. Der Marco war nicht dabei, deswegen darf er sich dann gleich in Ausführlichkeit noch zu diesem Spiel äußern, während ich mich da ein bisschen zurückhalten werde. Aber wir müssen natürlich dann auch gemeinsam auf das Spiel gegen die Eintracht aus Frankfurt vom Sonntag schauen. Und bei den Vorschauten gibt's auch zwei Spiele, nämlich das Rückspiel gegen Verherber und das Spiel gegen den VfB Stuttgart. Also jede Menge Programm, deswegen lass uns gar nicht lange schnacken, sondern direkt mit dem Eingemachten anfangen. Ich habe seinen Namen gerade schon erwähnt, er ist bei mir, der Hetzer aus Hattingen, der Marco. Ja, hi, hi, hi. Und hast du den Frust von Donnerstag schon verdaut? Ja, ja. Tatsächlich tat es zwar ein bisschen weh, aber das geht heute schon wieder ein bisschen besser. Wer sich fragt, wer ich bin der meckernde Rentner aus Remscheid, der Dennis. Und wir haben natürlich heute wieder auch einen Gast. Und er darf sich selber seinen Spitznamen aussuchen, damit ich ihm nichts Falsches in die Schuhe schiebe. Denn er ist ein Mitglied des Mitgliederrates vom 1. FC Köln und damit auch ein wenig eine öffentliche Person. Ihr kennt ihn auf Twitter als @linke.klebe. In seiner zivilen Identität heißt er Mario Valentino und ist heute hier bei uns zu Gast. Hallo Mario, grüß dich. Schönen guten Abend an euch. Schön, dass du da bist. Freut uns sehr. Ja, ich freue mich auch. Spricht, auch du warst ja allerdings nicht für euren Podcast, dass ihr mich jetzt schon zum dritten Mal hier eingeladen habt, muss ich sagen. Tja, oder nicht für andere interessierte Gäste, die dann nicht kommen wollen. Nein, natürlich nicht. Du warst aber auch im Stadion am Donnerstag, ne? Ich war auch im Stadion, ja, genau. Ja, wir auch. Das heißt, wir können da gleich ein kleines bisschen drüber berichten. Bevor wir das tun, noch zwei Housekeeping-Geschichten. Erstens, ihr müsst alle für Jan-Uwe Thielmann abstimmen. Ich glaube, es läuft immer noch die Abstimmung bei Tutto Sport zum Golden Boy. Also wenn ihr mal entweder hier in der Folgenbeschreibung auf den Link klickt oder bei Google einfach Tutto Sport und Golden Boy anklickt oder eingibt, dann findet ihr die Abstimmung. Und ich denke mal, nach dem Tor am Sonntag gegen Eintracht ist ja keine Frage, wer diesen Preis verdient hat. Ne? Das kann nur eingeben. Es kann nur der Jan-Uwe sein. Also bitte alle mal schnell für ihn abstimmen. Kann man, glaube ich, auch mehrfach. Ne? Also ist nicht nur einmal und dann nie wieder. Stellt euch mal einen Wecker und einfach mal jeden Tag da ein bisschen abstimmen, wenn das noch geht. Okay, das war das eine. Ja, und dann, glaube ich, können wir jetzt auch schon in die Spielbesprechung gehen. Ich habe ja schon alles, was ich sagen wollte, am Freitag bei dem Twitch-Stream mit Frank zusammen losgeworden. Deshalb würde ich euch beiden jetzt einfach mal das Wort erteilen. Nehmt uns doch mal mit auf eure Reise durch dieses Spiel oder auch mit dem Ganzen drumherum. Ich glaube, Marco, du wolltest ein bisschen was zum Hörertreffen erzählen. Vielleicht können wir damit hier anfangen. Gerne. Also tatsächlich nochmal danke an alle, die Donnerstag vor dem Spiel da waren und uns getroffen haben. Es war tatsächlich cool, mal auch Leute zu treffen, die man vorher, ich sag mal, nur per Twitter kennt oder so noch nie gesehen hat. War tatsächlich mich auch gefreut, weil tatsächlich so von vielen man gehört hat, Mensch, macht Freude, euren Podcast zu hören und das
freut die Therapiegruppe natürlich auch, wenn wir mit unserem Spaß-Hobby da auch Leute begeistern können. Und wie gesagt, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Hat mich tatsächlich auch ein bisschen aufgewühlt, weil ich tatsächlich war ich ja dann auch einmal kurz weg, um diese T-Shirts an der Süd zu holen. Und irgendwie war ich da völlig im Tunnel. Also ich könnte wahrscheinlich kein Gespräch mit den Gästen wiedergeben. Und irgendwann löste sich ja das so auf und alle gingen so zu ihren Eingängen. Und tatsächlich von dem Monty Burns, mit dem bin ich Richtung Plätze gelaufen. Und wir haben uns beide nicht wirklich voneinander verabschiedet, aber er war auch irgendwann so im Tunnel und ich auch. Und ich war danach tatsächlich irgendwie super angespannt. Und du kommst dann auf die Plätze. Ich war ja auf N13 oder in N13. Und du gehst dann da hoch und dann siehst du schon, okay, Choreos verbreitet. Ich meine, nachdem wir gesehen haben, wie die Spieltags-T-Shirts aussehen, habe ich gedacht, die Choreo geht tatsächlich in die Richtung und es war auch tatsächlich ja so. Und du hast gemerkt, dass irgendwie alle um dich herum nochmal vielleicht angespannter als zu einem normalen Spiel sind. Und dann startet der FC tatsächlich gut in dieses Spiel und ja, macht dann einen typischen FC, ne? Also, ja, schade. Sehr, sehr schade. Ich, wie gesagt, ich weiß gar nicht, was man da sonst noch zu sagen kann. Ich war tatsächlich echt am Ende sehr, sehr enttäuscht, dass wir es dann doch verhältnismäßig verkackt haben. Es gibt eine Sache, die wir im letzten Livestream gar nicht erwähnt hatten. Das ist mir so ein bisschen durchgeflutscht. Vielleicht ist es da ganz gut, dass wir dann heute ein Mitgliederratsmitglied haben, weil der vielleicht ein paar mehr Insights hat. Ich hatte mich schon gewundert, dass der halbe Unterrang West leer geblieben ist. Wisst ihr, warum das Stadion nicht so richtig ausverkauft war? Nee, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Hat mich auch gewundert. Also im Verkauf waren ja irgendwie kurz vor Toresschluss, irgendwie Mittwochabend hatte ich irgendwie den letzten Stand, waren es noch irgendwas um die 1000 Tickets knapp, die da waren. Und deshalb war ich mir eigentlich relativ sicher, dass es voll sein wird. Mal vom Gästeblock abgesehen. Deshalb habe mich auch ein bisschen gewundert, dass da teilweise so viel leer war. Keine Ahnung, woran das lag. Kann ich tatsächlich auch nicht beantworten. Also, wie gesagt, ich war tatsächlich auch negativ beeindruckt, dass tatsächlich irgendwie wie viel 44.000 Leute nur im Stadion waren. Ja, es gäbe auch jetzt noch Karten für das, oder es gab zumindest heute Nachmittag noch Karten für das Rückspiel in Ungarn. Gut, kann ich ein bisschen mehr verstehen. Ungarn ist weit weg, ist ein Wochentag, kostet viel Geld, dahin zu reisen. Aber ich hatte doch gedacht, dass da keine Karten mehr in diesen freien Restverkauf gehen würden. Aber ich kenne Leute, die haben heute noch Karten bekommen um 13 Uhr irgendwas. Also auch da gab es noch ein bisschen Luft. Der Stream hängt wohl, sagt der Chat. Ja, ich sehe es, aber ich glaube nicht, dass ich daran was ändern kann. Keine Ahnung. Es gibt Leute, die folgen uns hier aus dem Bahn-WLAN. Das ist natürlich die Höchststrafe, ne? Ja, absolut. Mhm. Liebe Grüße an, ich schätze mal, irgendwo zwischen Regensburg und Hamburg. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich diesen Stream irgendwie beschleunigen kann. Keine Ahnung. Wenn jemand Tipps hat, schreibt diese Tipps in den Chat. Ich bin ja Laie, was Twitch angeht. Wir bleiben aber einfach mal beim Spiel, weil ich glaube, die Leute, die jetzt als Podcast hören, denen ist egal, ob der Twitch-Stream hängt oder nicht. Hast du noch was zum Spiel, Mario? Oh, wie viel Zeit habt ihr? Ja, du, Open End. Hau raus. Nee, also vielleicht so vom Empfinden her, was war so der erste Eindruck, den ich am Stadion ankommend hatte? Welcher Idiot hat das Playa gebucht? Also es war geschlossene Gesellschaft im Playa am Donnerstagabend beim Europapokalspiel, weil irgendwer sich das Ding reserviert hat. Glückwunsch. Ja, super, hat er vielleicht super vor 3 Monaten gemacht, ne, bevor die Auslosung und so war. Ja, wahrscheinlich, klar. Ja. Aber das war halt für viele erstmal trotzdem so ein Erwachen. Du kommst da an, dann, hä, was ist denn da los? So, hattest dich schon verabredet, wolltest da Leute treffen und dann erstmal überall alle so, ja, wo seid denn ihr jetzt? Ja, wo seid denn ihr hingegangen? Und alle waren irgendwie woanders und das war dann ein bisschen nervig. Aber naja, gut.
Zweite bewusste Erinnerung ist direkt natürlich das Veedel. Das war ein Moment, muss ich sagen, absoluter Gänsepelle-Deluxe-Moment. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal im Zuge eines FC-Heimspiels so eine Gefühlsachterbahn durchlebt habe wie in dem Moment. Das war schon echt krass. Aber generell, ich glaube, Support an dem Tag brauchen wir nicht groß thematisieren. Der war eigentlich schon extra klasse. Die Choreo war geil, die T-Shirt-Aktion war mega. Ich hatte im Vorfeld mit vielen Leuten gesprochen, die sagten, ja gut, dann rufen die da halt irgendwie zu auf, dass alle in Rot kommen sollen, aber das kriegt ja sowieso kaum einer mit und dann ist es eh nur die Süd am Ende, die dann in Rot da sitzen. Alle anderen kommen in normalen weißen Trikots. Ja, hat man gesehen, ne? Also das komplette Stadion eigentlich mehr oder minder in Rot getaucht, das war schon eigentlich eine beeindruckende Kulisse, muss ich sagen. Und ja, also stimmungstechnisch war das schon echt fantastisch, muss ich sagen, eigentlich durchgängig. Ja, Spiel, ich denke, da habt ihr schon einiges zu gesagt. Man könnte wirklich fast sagen, typisch FC, wobei das ja gar nicht mehr so typisch FC eigentlich ist mittlerweile. Aber nichtsdestotrotz, das Spiel läuft eigentlich genau in unserem Sinne. Das 1-0 fällt und ab dem Moment war ich mir relativ safe sicher, das wird eine einigermaßen entspannte Nummer werden. Weiß ich nicht, das geht am Ende 3-4-0 vielleicht aus und dann haben wir alle einen schönen Abend und freuen uns über ein erfolgreiches Europapokal-Qualifikationsspiel des FC. Ja, und dann kommt irgendwie doch alles anders, ne, als man denkt. Und dann gibt's die Rote, die, glaube ich, ich weiß nicht, wie ihr es thematisiert habt, aber natürlich eine Rote war als letzter Mann. Und ab da, ja, sehen wir halt erstmal ein anderes Spiel für 20 Minuten und die reichen dann für Fairwa aus, um zwei Dinger zu machen und dann laufen wir dann irgendwie bis zum Schluss hinterher, auch wenn ich finde, dass wir trotz der Unterzahl überragend überlegen waren, aber wir haben es halt irgendwie nicht fertig gebracht, dann das Tor zu machen oder die Tore vielmehr, um das Ding zu drehen und zu gewinnen oder zumindest auszugleichen und ja, jetzt gehen wir erstmal mit einem Rückstand in das Rückspiel, aber auch da bin ich zuversichtlich, dass wir das noch gedreht kriegen. Da reden wir dann gleich nochmal in Ausführlichkeit im Vorschau-Segment drüber. Haben wir noch was zu dem Fairwa-Spiel? Wie gesagt, wurde ja schon am Freitag sehr ausführlich besprochen bei Twitch. Ich finde, dass da sehr viel auf Jeff Chabot draufgekloppt wurde. War sicherlich auch nicht die Sternstunde von ihm. Ich finde aber, dass man gerade zu dem Zeitpunkt vielleicht auch Steffen Baumgart hat es ja selber auch gesagt, er hätte früher wechseln müssen. Ich fand auch, dass die gesamte Mannschaft nach diesem Platzverweis tatsächlich bis zum 2-1 völlig neben sich stand. Das war alles irgendwie überhaupt nicht passend und standen alle auf einmal irgendwo falsch und ja, dann macht der Gegner tatsächlich aus zwei Chancen zwei Tore. Also ich weiß gar nicht, ob die so sonderlich viele Chancen mehr hatten, aber das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn du am Ende so verlierst. Also die ganze Zeit schon überlegt, haben wir schon mal unter Baumgart in Unterzahl spielen müssen? Weil ich meine, wir hatten letzte Saison, wir haben ja weder Elfmeter verursacht, noch irgendwie Platzverweise gefressen. Aber hat nicht André Duda irgendwann letztes Jahr einen Platzverweis gehabt? Nee, das war international. Das war, glaube ich, bei der Nationalmannschaft, dass er da vom Platz geflogen ist, nach irgendeinem fiesen Tritt, oder? Ich habe irgendwas im Kopf. Das wäre eine Frage für unseren Twitch-Chat. Recherchiert doch einfach mal bitte. Und wenn es jemand rausfindet, haben wir unter Baumgart schon mal Unterzahl gespielt? Genau. Weil das würde mich interessieren, ob es überhaupt schon mal die Gelegenheit gab, diesen Modus einzuüben. Überzahl haben wir schon zweimal spielen dürfen jetzt diese Saison. Unterzahl, ich glaube, das kennen die gar nicht. Vielleicht erklärt sich damit auch diese vollkommen fehlende Zuordnung nach dem Platzverweis. Er hat ja, glaube ich, darauf reagiert, indem er Hector zurückgezogen hat auf links. Andersen hat er in die Innenverteidigung gezogen. Und ich glaube, das war so... Andersen, ja, genau. Er hat Andersen in die Innenverteidigung gezogen und das erklärt dann natürlich auch, warum das so schlecht lief. Pedersen, genau, in die Innenverteidigung gezogen. Und das hat erstmal für irgendwie ein bisschen Unordnung gesorgt, hatte ich das Gefühl. Aber ja,
Genau. Apropos, wo wir dich gerade da haben, Mario, zu dem Thema. Du bist ja in diesem Kommunikationsausschuss, ne? Oh je, jetzt küttet. Nee, ist nichts Schlimmes. Aber ein paar Leute hatten uns angetwittert und hatten nichts mitbekommen von diesem Vorverkauf für das Spiel. Für das Auswärtsspiel. Heimspiel. Der Protest richtete sich gegen das Heimspiel, das man nicht mitbekommen hätte. Das wurde ja in einer E-Mail mitgeteilt, aber das war ja diese Spieltags-E-Mail zum Leipzig-Spiel mit der Überschrift oder dem Betreff, ja, heute geht's nach Leipzig oder sowas, wo dann unten diese Info stand, wann der Mitglieder VVK beginnen sollte. Da hatten uns ein paar Leute, ja, sagen wir so ein bisschen enttäuscht oder wie auch immer angetweetet, dass dem so sei. Da ist er vielleicht... Habe ich anders in Erinnerung. War das nicht eine eigene Mail, die sich auf das Hinspiel bezog und wo dann bezogen auf das Losverfahren des Rückspiels irgendwie relativ am Ende der Mail nur so ein Hinweis stand, den viele nicht wahrgenommen haben? Also das ist das, was bei mir damals ankam an Kritik, sage ich mal. Darüber scheinen sich die Geister zu streiten. Manche haben diese E-Mail bekommen, diese extra spezielle E-Mail, und manche nicht. Okay, nee, das ist bei mir nicht angekommen, dass sie die E-Mail nicht bekommen haben, sondern bei vielen ist halt nicht angekommen, wie das Rückspiel läuft, weil die Info dazu in der Mail zum Vorverkauf des Hinspiels ja versteckt war, in Anführungszeichen. Also man musste halt runterscrollen und dann kam irgendwann die Info, Achtung, fürs Rückspiel wird übrigens gelost und da könnt ihr so und so mitmachen. Und das ist bei vielen erstmal untergegangen und da mussten sich viele erstmal so untereinander austauschen, so hier, Achtung, guck mal da, die Info nicht verpassen. Weil das am Anfang untergegangen ist, ist bei mir genauso passiert. Also ich habe mich auch gewundert, wo denn die Info fürs Losverfahren kommt. Und die war dann halt in der Mail versteckt. Das lief tatsächlich ein bisschen unglücklich. Aber dass die E-Mail gar nicht bei Leuten angekommen ist, beziehungsweise dass das im Vorverkauf für ein anderes Spiel mit drin war, das hatte ich so jetzt nicht mitbekommen tatsächlich. Aber das muss nichts heißen. Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich kriege gar keine E-Mails vom 1. FC Köln, aus Prinzip nicht anscheinend. Ich bin da bestimmt auf so einer schwarzen Liste von Leuten, die wir nicht in unserem Fußballstadion haben wollen. Das Problem hatte ich tatsächlich auch mal. Das ist mir auch irgendwann aufgefallen, so am Anfang meiner Mitgliederratszeit, weil sich dann auch irgendwie Leute über eine Mail vom FC unterhalten haben und ich die gar nicht auf dem Schirm hatte. Und ja, dann habe ich da mal angefragt und tatsächlich hatte ich irgendwann mal mich von irgendeinem Newsletter abgemeldet oder so und dabei dann offensichtlich auch irgendwelche wichtigen Infos verloren. Also ich wollte eigentlich nur keine Werbung aus dem Shop mehr bekommen oder irgendwas, habe dann aber im Grunde gar nichts mehr bekommen und das, keine Ahnung, solltest du vielleicht mal anfragen, dann dich zumindest für solche wichtigen Dinge wieder auf den Verteiler nehmen zu lassen. Also kann sein, dass du damit so damals dein nicht Einverständnis, sondern das Gegenteil erklärt hast, überhaupt E-Mails vom FC zu beziehen. Oh, kann sein. Ich meine, das Gute ist, ich habe ja einfach auf Twitter dann abonniert und da kriege ich mir eigentlich auch alles mit. Ja, in der Regel schon, genau. Genau. Ich habe einfach so eine Erinnerung eingerichtet, dass ich immer, wenn die tweeten, kriege ich eine Nachricht, dass die getweetet haben. Ist manchmal ein bisschen nervig während des Spieltags, weil dann so 16 Nachrichten kommen. Tor für den FC, Jan Thielmann, das war knapp, weiter Jungs, irgend sowas. Aber dafür verpasst man zumindest nichts. Ja, also gut. Tatsächlich haben wir letzte Saison, also ich kann es tatsächlich auflösen, wir haben tatsächlich letzte Saison schon einmal in Unterzahl gespielt. Es war das 1:1 am 4. Spieltag gegen Freiburg, wo keins die gelb-rote Karte sieht. Und wir dann durch dieses Eigentor von Tschichos in der 89. Das 1:1 kassieren. Muss aber auch Credit geben, wer das rausgefunden hat, weil es war ja nicht du. Also ich habe es tatsächlich auch rausgefunden, aber ich guck mal in den Chat. Jasemat hat auch geschrieben. Ah, guck mal, ja, ach, doch, Heimspiel in Freiburg letzte Saison, genau. 1:1. Wie lange war das? Die Unterzahl nicht lang, oder? Das war da irgendwie so 75. Die Unterzahl war 74. und das Gegentor dann 89. Also. War das dieser Zichos-Fehler? Dieses Eigentor-Ding, oder was war das? Das Eigentor-Ding. Ja, ne? Ja. Genau, ja gut, das kann man nicht auf die Unterzahl dann schieben, das Eigentor. Naja, okay, da haben sie zumindest mal ein kleines bisschen geübt, aber ich vermute mal, so viele Spieler haben da auch nicht mehr auf dem Platz gestanden, dann am Donnerstag, die da auf dem Platz standen. Okay. Nicht wirklich. Also Schmidt, Hector, Lubicic, Kainz. Nur doch einige dann. Da sind auch schon ein paar, ne? Ja, gut, aber ich meine, das ist ein Jahr her, ne? Also wenn du überlegst, dass 1, 2, 3, 4 Spieler aus 11 da nur noch dabei waren, ist, finde ich, jetzt nicht so viel. Ja, also man merkt die Fluktuation im Kader schon deutlich
So langsam sieht man ja auch Baumgarts Handschrift bei der Kader-Zusammenstellung. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung jetzt auf das Spiel gegen die Eintracht. Weil ich finde, was man auf jeden Fall sagen muss, was sich geändert hat, seit Steffen Baumgart ja schon relativ viel zu sagen hat, was so Kaderplanung angeht. Wir haben deutlich mehr Speed in die Mannschaft bekommen. Also wenn ich da bedenke, der schnellste Spieler auf dem Platz war jetzt am Sonntag ein gewisser Herr Adamian, tatsächlich. Hätte man vielleicht gar nicht auf dem Schirm gehabt, so unbedingt. Aber der hat mal diesen einen Sprint angezogen von der rechten Außenlinie zur linken, um den Frankfurter unter Druck zu setzen und dem den Ball zu stibitzen. Da hat man, glaube ich, gesehen, wie schnell der ist. Wir haben alle gesehen, wie schnell Olesen ist. Ne? Der hat ja dann diesen Rückwärtssprint zusammen mit Lindström, glaube ich, mitgemacht und dem da noch ein paar Meter abgenommen. Also der Speed hat sich auf jeden Fall verbessert. Tigges ist ja auch nicht langsam für seine Körpergröße. Ich finde immer auch noch, dass Hübers und Kilian schnell sind, auch wenn der Herr Reinscheider andere Statistiken zu Rate zieht. Also der Speed hat sich schon deutlich verbessert. Wenn da noch Thielmann oder Mayner von der Bank kommen, hat man da auf jeden Fall eine ganze Geschwindigkeit. Das sieht man, glaube ich, schon. Das war unter Gisdol immer ja so ein Problem, dass da sehr viele eher so ein bisschen behäbige Spieler gespielt haben. Das ist jetzt anders. Aber hat das auch zu einem guten Spiel gegen die Eintracht aus Frankfurt geführt? Also die Frage ist, was definiert man als gut? Also ja. Ich finde es bemerkenswert, dass in dem ganzen Spiel exakt eine gelbe Karte gezeigt worden ist. Ja, aber das lag, glaube ich, auch ein bisschen an der Spielleitung von Herrn Petersen, ja, oder? Genau, ja. Genau. Also finde ich auch. Trotzdem eine gelbe Karte finde ich tatsächlich für ein Bundesligaspiel, wo es tatsächlich auch durchaus mal Duelle gab, die jetzt gut, also die knackig geführt worden sind, tatsächlich auch gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Linie von Petersen sehr geradlinig. Ich glaube, da wusste jeder Spieler, woran er ist. Und ich finde es eigentlich tatsächlich auch gut, wenn man mal durchaus Zweikämpfe weiterspielen lässt, wo andere Schiedsrichter schon abpfeifen. Wie gesagt, wir werden ja später dann auf den Ausgleich zu sprechen kommen und ob Petersen da alles richtig gemacht hat. Aber ich fand tatsächlich die Linie, die Petersen hat spielen lassen, tatsächlich okay, weil es halt fair, also weil es halt auf beiden Seiten so gepfiffen worden ist. Dem und schließe ich mich gerne an. Also es ging mir auch so, das habe ich auch direkt sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, wie er Zweikämpfe bewertet, dass er viel laufen lässt und dass er da jetzt auch keine Tendenzen hatte, irgendwie in die eine oder andere Richtung. Hat auf beiden Seiten viel laufen lassen und das hat mir gut gefallen. Solche Spiele gucke ich immer gern. Ja, ich bin ja auch ein großer Fan davon, einfach mal laufen zu lassen. Und nicht jede Berührung immer schon gleich als faul zu werten. Was man gemerkt hat, ist, dass das deutsche Fußball, also ich meine jetzt in Deutschland spielende Fußballprofis, damit gar nicht klarkamen. Die sind ja immer gefallen, haben da so ganz empört zum Schiedsrichter geguckt und gedacht, wo bleibt denn der Pfiff? Was passiert denn hier? Und dann pfeift der einfach nicht. Das fand ich witzig teilweise. Sie haben manchmal sogar das Spielen eingestellt, weil sie auf den Pfiff gewartet haben, weil sie es ja gewöhnt sind und so konditioniert worden sind von deutschen Schiedsrichtern, vom DFB. Es hat eigentlich nur gefehlt, dass sie direkt den Ball auch schon in die Hand nehmen. Ja, genau. Stimmt, ja. Ich fände aber gut, wenn das jetzt so ein bisschen eine neue Linie vom DFB wäre, einfach mal ein bisschen mehr laufen zu lassen im Sinne des Spielflusses und nicht die jeden Pups immer abzupfeifen. Mhm. Du musst halt nur die richtige Linie finden. Ne? Also wenn wir erstmal so einen kleinen Sprung in der Chronologie machen, ganz am Ende dieses Ding von Hübers an Götze war schon viel Dynamik gegen den Mann drin, um es mal so auszudrücken. Da kann ich die Eintracht sogar verstehen, dass sie da ein bisschen das falsch gesehen oder anders gesehen haben. Ja. Also tatsächlich, das war ein sehr feiner Bodycheck. Also der war, also wie gesagt, ich habe ja in unserer WhatsApp FC-Gruppe geschrieben, es kam mir vor, als ob Hübers bei mir Bodycheck-Training genommen hat. Also das war schon sehr, sehr fein ausgeführter Bodycheck. Also das sieht man in anderen Sportarten tatsächlich so auch, aber also tatsächlich beim Eishockey ist das tatsächlich etwas verbreiteter, aber also es gibt Schiedsrichter, die pfeifen dann, klar, also die pfeifen das ab. Und ja, vor allen Dingen, also danach dann den Zweikampf an Linden Mayner abzupfeifen, da hat er so ein bisschen die Linie dann verloren, fand ich. Ja. Also unseren Gunst, nur insofern alles gut, aber ja, ne? Ja. Also wie gesagt, ich fand es tatsächlich sehr gut, dass
dass da auch mal mehr laufen gelassen wurde und es war tatsächlich mal schön zu sehen. Also, dass es auch andersrum geht. Was man mal anmerken muss, auch wenn ich mich da jetzt sehr unbeliebt in einer gewissen Bubble mache, aber ich fand die Eintracht sehr mi, ehrlich gesagt. Ja. Also ja, auch so in Social Media, das war ja, als wenn du gegen Werder Bremen gespielt hast teilweise. Also. Ja, also ich auch. Mir war das auch alles zu, ja, weiß ich nicht. Also vor allem, da waren jetzt auch keine Fouls bei, wo du sagst, oh, das geht in eine völlig falsche Richtung. Also das war ja tatsächlich ein durchaus faires Spiel. Und da war, wie gesagt, da war auch nichts bei. Ich weiß auch gerade nicht, ob die gelbe Karte gegen gegen Dietz unbedingt eine klare gelbe Karte war. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr vor Augen, aber mir war das tatsächlich auch sehr mimimi-haftig. Also das war so, ah, jetzt spielen die schon wieder so hart. Und jetzt ich bin so, Junge, also ihr seid Eintracht Frankfurt, ich dachte, ihr seid so kernige Typen. Ja. Also. Ja, sehe ich genauso. Die haben sich ja schon sehr viel drauf eingebildet, auf ihr sehr rustikales Mittelfeld, ne, mit Rode, mit Jakic, mit Rustic und so weiter und so fort. Letztes Jahr So, darf man auch noch erwähnen. Da muss man auch ein bisschen einstecken können. Und ich finde ja gut, dass wir da körperlich gegenhalten können und uns nicht mehr, wie das in der Vergangenheit der Fall war, von solchen Mannschaften, die so ein bisschen mehr auf den Mann gehen, irgendwie den Schneid abkaufen lassen. Ja, ich glaube, das war auch so ein bisschen der Kontrast zu der Linie, die er gefahren ist. Ne? Also auf der einen Seite lässt er wahnsinnig viel laufen und gefühlt lagen halt im Kontrast die Frankfurter dann auch immer sehr lange. Und das hat, glaube ich, einfach noch mal so einen Effekt irgendwie da gehabt, dass man das besonders noch mal wahrgenommen hat, habe ich das Gefühl. Aber ja, ich hatte die Empfindung tatsächlich auch. Ja, gut. Aber lass uns mal nicht weiter über Eintracht reden. Das ist nicht unser Ding, sondern über den ersten FC Köln. Darum geht's ja hier bei uns. Übrigens nur so als Fact, kleiner Fact am Rande, Pedersen Kicker Note 5. Echt? Okay. Mhm. Na gut. Frank L., liebe Grüße. Aber da, ich glaube, dass wenn wir nachher noch mal ein bisschen besprechen müssen, wenn wir auf das Tor dann von Thielmann schauen und da die ganzen Diskussionen drumherum. Spielt tatsächlich stark mit rein, ja. Ja, genau, das war die Begründung, meine ich. Ne? Aber ich denke, bevor wir das tun sollten, sollten wir erstmal so was ganz Generelles ansprechen, weil ich finde, es war gegen Verherwer, aber auch gegen Eintracht Frankfurt offensichtlich. Wir tun uns sehr schwer gegen Mannschaften, die kompakt stehen und jetzt, sagen wir mal, nicht so wie Leipzig viele Räume anbieten, oder wie Schalke einfach nicht das allerbeste Mittelfeld haben, tun wir uns sehr schwer, uns Torchancen zu erarbeiten. Also in Verherwer in Köln gegen Verherwer, trotz 75% Ballbesitz, ja eigentlich gar keinen Schuss aufs Tor in der zweiten Halbzeit. Und jetzt gegen die Eintracht ein Expected Goals Wert von 0,8 oder irgendwas. Und auch da ja so eine richtig zwingende Chance, außer diesem Traumtor, würde ich jetzt auch keine so richtig nennen können, wo du mal sagst, boah, da musste der Trapp aber richtig einen raushauen irgendwie. Also ich glaube, und das ist auch so ein bisschen sinnbildlich für das Rückspiel dann in Verherwer, da liegt noch eine Herausforderung jetzt für diese Trainingswoche. Ich habe gerade nachgeschaut, der Expected Goal Wert ist sogar 0,24, also tatsächlich noch weniger, als ich gedacht hätte. Ja, ich glaube, da liegt so ein bisschen die Hausaufgabe für das Trainerteam, jetzt ganz schnell innerhalb von 3 Tagen gegen tiefstehende Gegner sich irgendwie Torchancen erarbeiten zu können. Also ich glaube, was da natürlich mit reinspielt, ist das Thema Modest. Das musst du erstmal kompensieren, weil das ist natürlich irgendwo jetzt ein anderes Spiel. Und einerseits, was das Tore erzielen von Modest selbst angeht, und die Art, wie er das getan hat. Auf der anderen Seite hast du natürlich mit einem Modest vorne drin auch einen Spieler, der den Gegner stark bindet, ne, auf den die wirklich höllisch aufpassen, im Zweifel mit 2 Mann und dadurch eben auch Räume für andere frei werden, die jetzt im Zweifel erstmal nicht mehr so frei sind. Also ich glaube, das muss sich erstmal ein bisschen finden, das Ganze, wie das da vorne drin jetzt ohne ein Modest funktioniert. Und das braucht halt im Zweifel 2, 3, 4 Spiele. Aber ich bin da auch zuversichtlich, dass wir da Lösungen finden werden. Ich glaube ja tatsächlich, dass der Modest-Abgang gar nicht so schwer wiegt im Moment wie die Uth-Verletzung. Weil was halt auffällt, da ja André Duda jetzt eher mal einen schweren Stand hat bei Steffen Baumgart, wahrscheinlich auch zu Recht,
haben wir nicht so diesen klassischen Zehner-Typen im Kader. Also das, was Uther kann, mit einem Pass auch mal so eine Defensive aufzuhebeln. Mhm. Jetzt haben wir da halt den jungen Olesen gehabt. Der ist jung, der ist bestimmt auch spannend für die Zukunft, aber jetzt auch nicht so die Soforthilfe auf der Position, der sofort da irgendwie drei Stecknadelpässe pro Spiel spielt. Duda ist, wie gesagt, raus. Jubicic ist ein ganz anderer Spielertyp. Ich glaube, es liegt sogar ein bisschen eher daran, dass wir es nicht schaffen, diesen Zehnerraum zu dominieren. Ja. Das spielt sich ja mit rein, ja. Sehe ich tatsächlich ein bisschen ähnlich. Ich finde, wir tun uns, also das sieht alles dann ganz gut aus. Wir spielen dann auch über die Außen, da kommt auch eine Flanke. Aber wie gesagt, war ja jetzt auch Stefan Tigges erstes Spiel von Anfang an und auch das tatsächlich, man muss auch dazu sagen, das erste Spiel von Anfang an in der Bundesliga. Der ist beim BVB immer nur von der Bank für ein paar Minuten gekommen und ich finde, man hat das gesehen, dass da dass natürlich auch kein Anthony Modest ist. Das muss man auch dann, glaube ich, auch einfach mal für sich begreifen, dass da jetzt andere Spielertypen stehen und auch einfach Spieler, die bei weitem nicht diese Erfahrung haben wie ein Anthony Modest. Also Tigges und Modest Tigges und Dietz haben, glaube ich, so viele Bundesliga-Minuten wie Anthony Modest in einer Halbzeit gehabt hat. Und das ist, ich tue mich sehr schwer damit. Ich fand aber in dem Spiel gegen Frankfurt Tigges ist natürlich auch ein scheiß Spiel für so einen Stürmer. Aber wenn er den Ball hat, fand ich, das sah das aus wie so ein wie beim Flipper-Automaten. Der Ball kommt und er ist sofort wieder weg. Also wenig Ballkontrolle. Und das ist natürlich gegen so Gegner tatsächlich dann auch schwierig. Also ich meine, die Frankfurter haben tatsächlich eine sehr, sehr gute Innenverteidigung. Und da hat man gesehen, dass wir uns da extrem schwer getan haben. Und wie gesagt, auch aus der Offensive heraus, aus dieser Dreieroffensive, ich finde Ljubicic auf dem Flügel eigentlich bisher in den Spielen, die wir gesehen haben, immer relativ verschenkt. Ich finde, da fällt er deutlich ab im Vergleich zu der Zehnerposition oder der Sechserposition. Und ich weiß nicht, ob das des Rätsels Lösung ist. Also ich finde, das ist halt sehr schade, weil du verschenkst da einfach einen Spieler. Und von Olesen kann ich jetzt persönlich nicht erwarten, dass der das Spiel so an sich nimmt, dass du denkst, Mensch, wer spielt denn da auf einmal? Und ich glaube halt auch, dass das natürlich auch zu viel ist für so einen Spieler in dem Entwicklungsstadium. Aber ich bin da bei dir, mit einem Marc Uth hast du da natürlich auch nochmal andere spielerische Qualität und andere Geniestreiche vielleicht mal. Und damit wirst du vielleicht auch einfach variabler. Und auch André Duda, nachdem er reingekommen ist, ich weiß überhaupt nicht, ob der einmal den Ball am Fuß hatte. Signifikant. Ja, für den Freistoß, aber ja, im Spiel wüsste ich jetzt auch nicht. Du hast recht. Die Frage ist halt, wie kann man das jetzt lösen für das Spiel gegen Ferber? Weil die werden ja nichts für das Spiel tun. Die werden ja nicht den Fehler machen und mit 10 Mann nach vorne rennen und irgendwie schnell ein 1-0 machen wollen. Die werden exakt so spielen wie in der zweiten Halbzeit des Hinspiels. Was kann man tun, um diese massive Defensive zu knacken? Also ich glaube, was man vielleicht sagen muss, ist in der zweiten... Mach euch. In der zweiten Halbzeit des Hinspiels war halt der Unterschied, dass wir eben auch nur noch zu 10 auf dem Platz standen. Ich glaube nicht, ohne sie jetzt komplett irgendwie klein zu reden oder sowas, dass das Spiel, wenn wir zu 11 gewesen wären, so gelaufen wäre. Also A, hätten wir die zwei Gegentore vermutlich gar nicht kassiert, natürlich auf der einen Seite, aber wir hätten uns auch auf der anderen Seite wahrscheinlich nicht so schwer getan, das ein oder andere Tor noch zu schießen. Und wenn wir im Rückspiel mal hoffentlich davon ausgehen, dass wir da auch zu 11 bleiben über die volle Spielzeit, dann also das wird kein, wir werden die jetzt da nicht abschlachten, aber ich glaube nicht, dass wir uns so schwer tun, wie wir das in der zweiten Halbzeit im Hinspiel gesehen haben. Aber tun wir uns nicht schon sehr lange schwer gegen Mannschaften, die tief stehen, also auch in Gleichzahl? Ja, aber ich glaube, da sind wir gar nicht so allein mit. Also wenn du gegen einen Gegner spielst, der sich hinten reinstellt im Zweifel, auch wenn er zum Beispiel in Unterzahl gerät, ne, ist das ja eigentlich taktisch immer so, dass der Gegner sich dann anfängt, tief hinten reinzustellen und
dann wird es automatisch halt schwierig, dir Chancen rauszuspielen. Also auf jeden Fall deutlich schwieriger als in einem eher offenen Spiel. Aber ich weiß gar nicht, ob das so eine Schwäche ist, die du nur bei uns verorten kannst, sondern ich glaube, dass da viele Bundesligisten, die jetzt nicht ganz oben stehen, sich schwer tun. Und selbst die, die oben stehen, tun sich teilweise schwer gegen solche Teams. Also wenn du jetzt nicht gerade der FC Bayern bist, der dann dich trotzdem da komplett auseinanderspielt, dann machst du es da mit dem Gegner automatisch schwer. Nur wenn du dich jetzt das ganze Spiel über hinten einigelst, dann wird früher oder später trotzdem einer reinfallen. Dann musst du aufmachen und dann fällst du meistens so ein bisschen auseinander. Aber ich weiß nicht, ob das so ein FC-exklusives Thema ist. Ja, hast natürlich recht. Da tut sich selbst so ein Dortmund schwer mit und verliert er genau deshalb immer seine Spiele gegen Augsburg und Co. Das ist richtig. Zum Beispiel. Oder gegen Bremen. Ja, gut, aber das war nicht wegen hinten reinstellen. Nee, das ist richtig. Also ich glaube auch, dass wir einfach, also tatsächlich, also wenn man sich die ersten 20 Minuten des Hinspiels nimmt, da haben wir nichts falsch gemacht. Ganz im Gegenteil. Wir haben richtig gut gespielt und das war alles schon gar nicht so verkehrt, was wir gemacht haben. Es ist halt einfach leider nicht vollumfänglich belohnt worden. Und da ist dann halt die Frage, du musst dich natürlich jetzt einfach für deinen Einsatz belohnen. Und wie gesagt, du darfst nicht deren Spiel annehmen. Du musst dein Spiel machen und das heißt konsequent nach vorne die pressen, weil tatsächlich, als wir in den ersten Minuten gepresst haben, ich habe gedacht, die kollabieren gleich, deine Defensive bei Fair war. Die waren ja tatsächlich mit unserem Spiel in den ersten 20 Minuten heillos überfordert. Und das Tor fällt ja tatsächlich auch aus so einer Gegenbewegung, weil eben du den schnellen Ballgewinn hast, dann schnell in die Spitze spielt und dann ist Dietz halt durch. Und klar werden die vielleicht sich hinten einigeln, nur wir kennen das doch auch, wenn du, ich sag jetzt mal vorsichtig, ich möchte jetzt nicht sagen, wir sind der FC Bayern, aber tatsächlich sind wir in der Qualität ja von den Einzelspielern, ich denke mal, doch deutlich stärker als Fair war, ohne denen jetzt was Böses zu wollen. Und ich finde einfach, dass wir haben doch, wir können doch in Ruhe versuchen, das Spiel zu machen. Wir müssen ja nicht in der ersten oder zweiten Minute das 2-0 machen. Also wenn es dann passiert, dann nehme ich es gerne mit. Aber du hast ja jetzt von Anfang an nicht einen ultimativen Druck. Du musst ja nicht auf Teufel komm raus da stürmen und alles über Bord werfen. Du hast Zeit, du musst ein 1-0 machen, um in die Verlängerung zu kommen. Und mit einem 2-0 bist du sofort weiter. Und wenn du das 1-0 machst, dann müssen die erstmal ihr Spiel umstellen. Und wir kennen das doch vom FC auch, wenn du dich dann hinten rein igelst, dann wieder diesen Turn zu schaffen und selber das Spiel zu machen, ist halt unheimlich schwer. Und ich glaube auch, dass die Mannschaft hat das ja auch sehr geärgert, diese 2-1-Niederlage. Und ich glaube, die wollen ja weiterkommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die da hinfahren und sagen, ja, schauen wir mal, was es da gibt und dann essen wir noch einen Langosch auf dem Rückweg und dann fahren wir wieder nach Hause. Also das glaube ich jetzt mal nur nicht und glaube auch tatsächlich an die Kunst von Steffen Baumgart, die Spieler so zu motivieren, dass die halt Vollgas geben und das hoffe ich einfach und dann müssen wir einfach hoffen, dass da was Zählbares runterfällt. Weil eine andere Möglichkeit hast du sowieso nicht. Also Marc Uth, ich weiß auch gar nicht, was er gerade hat, wieso er nicht spielt. Also vielleicht weiß das einer von euch, den kann mich mal eben kurz aufklären. Ich habe jetzt tatsächlich gar nicht so mitbekommen, wieso er denn da jetzt ausgefallen ist. Er fällt noch, wenn wir Pech haben, bis Oktober aus, wurde zumindest mal kursiert. Weswegen? Ist das kommuniziert worden? Also ich glaube immer noch diese Adduktorengeschichte aus dem Pokal. Okay, krass. Ja, also ich weiß auch nicht, wie wir dieses Spiel, also mit welcher taktischen Aufstellung wir dieses Spiel angehen. Ich würde tatsächlich gerne zwei Stürmer sehen, gerne sowas wie Adamian und Dietz,
Wir sind jetzt, ich will dich jetzt nicht unterbrechen, wir sind jetzt schon sehr in diesem Vorschau-Segment, aber wir sind noch gar nicht mit Eintracht fertig. Ja, okay, eigentlich. Ja, machen wir erst Eintracht. Sollen wir uns vielleicht mal diese Aufstellungswünsche für den zweiten Teil der Sendung aufheben? Ja, können wir machen. Dann lass uns noch mal ganz kurz auf das Eintracht-Spiel, bevor das jetzt so vollkommen untergeht, weil da gibt es ja auch noch ein paar Situationen, die wir besprechen sollten. Das 1-0 ärgert mich so ein bisschen. Jetzt mal gar nicht, weil es ein Halbeigentor von Jonas Hector war. Ich glaube, da kann er gar nicht viel vor. Sondern weil dieser Freistoß sehr läppsch hergegeben wurde, ohne jetzt da Benno einen Vorwurf machen zu wollen. Aber das war schon so in der Ungestümheit her so ein bisschen Chabot-Style. Jetzt nicht von der Intensität des Fouls her oder so. Aber eigentlich musst du da nicht hin und den Typen faulen. Ich glaube, Kamada hat er gefoult, ne? Oder wer ja, war das? Kamada, ja. Der umgerissen hat. Also, bisschen sinnlos, da einen Freistoß herzugeben. Weil natürlich war in der Sekunde dann auch klar, dass aus dem Freistoß wieder ein Tor fallen würde. Ja. Ja, war so. Also tatsächlich war das tatsächlich auch ein Ding mit Ansage, dass das Tor da natürlich so fällt, ist natürlich ultimativ bitter. Weil das ist ein, also der Freistoß ist schon tatsächlich gut getreten, schön mit Zug zum Tor und dann ja, geht da Jonas hoch. Ich weiß gar nicht, ob er ihn überhaupt trifft oder ob er einfach nur Schwebe so ablenkt. Also das kann ich übereindeutig beantworten. Die Szene habe ich mir nämlich nach einer längeren Diskussion heute in 0,25 Geschwindigkeit auf YouTube angeguckt, immer wieder, weil da nämlich auch Schwäbe einen Fehler quasi angekreidet wurde und ich den Gegenbeweis antreten wollte und auch angetreten habe. Also Jonas fälscht ihn genau so ab, dass er zwischen Schwäbes Fäuste, die er hochreißt, und die Latte fällt. Also perfekter kannst du den auch als Stürmer eigentlich nicht mehr ins Tor legen, wie er es da macht, jetzt mal ohne Vorwurf. Also versucht den halt abzuwehren und touchiert ihn einfach genau in dem Maße, dass es braucht, um ihn nicht übers Tor zu lenken, aber eben gerade so über Schwäbes Fäuste. Also er wäre tatsächlich, wenn Hector da nicht hingeht, fliegt er genau dahin, wo Schwäbe dann eine halbe Sekunde später auch seine Fäuste hat und dann wehrt er den einfach ab und der Ball fliegt wahrscheinlich auf die Tribüne. Also der wäre sonst nicht gefährlich geworden. Ne? Sehe ich ganz genauso. Also er ist auf jeden Fall noch dran, das ist eindeutig. Und diese eine Berührung mit der Stirn gibt dem Ball diese Bogenlampe, dass der über die Hände von Schwäbe geht, der den sonst auf jeden Fall berührt hätte, mindestens. Ja, also wie gesagt, ich bin tatsächlich weit davon entfernt zu sagen, das war ein Torwartpatzer, weil tatsächlich habe ich es auch eher so gesehen, dass selbst wenn er da hingeht und Schwäbe, das sind ja Millisekunden, in denen der Ball da fliegt und ist dann natürlich auch ultimativ ärgerlich, dass du so mit, ich sag mal, tatsächlich einem ärgerlichen Freistoß auch noch so ein Tor kassierst. Aber ich gebe dir recht, Dennis, das war vermeidbar. Sind aber die meisten Tore, die der FC kassiert. Also in den seltensten Fällen kassieren wir Tore, wo du sagst, boah, da hast du gar keine Chance. Und was mir aber wieder mal aufgefallen ist, dass der FC halt nicht in diesen FC-Modus verfällt und dann blind anrennt, sondern tatsächlich einfach weiter sein Spiel macht und versucht, nach vorne zu spielen. Also sich nicht hinten einigelt, aber auch nicht so stumpf nach vorne spielt. Und tatsächlich ist endlich mal ein Tor entstanden, weil tatsächlich sich einer mal das Herz nimmt und aus der zweiten Reihe schießt. Also ich weiß, irgendwann in der ersten Halbzeit hat Jonas Hector schon nimmt sich so einen Ball, den er da irgendwie zwar über die Latte hämmert, aber tatsächlich auch mit Vollspann mal Dreck nimmt. Und mir ist das beim FC manchmal zu lieb. Also da will man dann immer mit der letzten Flanke in den Strafraum und noch den Stürmer finden, anstatt mal aus der zweiten Reihe zu schießen. Und man hat ja gesehen, dass das auch tatsächlich mal funktionieren kann bei dem Ding von Thielmann. Und das ist mir leider tatsächlich zu wenig Gefahr da von außen aus der zweiten Reihe. Und auch da fehlt dir tatsächlich auch manchmal so ein Marc Uth, weil der macht das ja tatsächlich auch dann durchaus häufiger mal, dass der sich aus der zweiten Reihe ein Herz nimmt, manchmal vielleicht ein bisschen zu viel, aber
das hat mir in dem Spiel auch gegen Frankfurt auch wieder so ein bisschen gefehlt. Könnte das, und das jetzt bewusst als Frage formuliert, auch taktische Vorgabe sein, das nicht zu machen? Das kann durchaus sein, ja. Aber, also, ja, wie gesagt, das kann bestimmt sein, dass Steffen Baumgart, wenn er unseren Podcast jetzt hört, denkt, was labern Idioten eigentlich? Die haben gar keine Ahnung. Kann sein, aber. War das nicht sogar mal eine Ansage, dass er wirklich Fernschüsse verbietet? Weil er sagt, spiel's aus? Ich weiß es nicht. Könnte ich nicht beantworten. Ich hab da was im Hinterkopf. Auch das wäre wieder meine Recherche. Thema noch Ärger bekommen, wahrscheinlich im Nachhinein. Ja, wahrscheinlich. Gibt ja auch so ein Bild, wo der jubelnde Thielmann vor dem angepisst aussehenden Baumgart steht. Wobei Baumgart öfter mal angepisst aussieht. Das heißt bei ihm ja nicht immer was. Ja, aber jetzt haben wir die Erklärung gefunden. Der war wirklich sauer. Ja. Wahrscheinlich. Wie kannst du schießen? Du musst pressen, pressen, pressen. Ja, ich meine, wie gesagt, ich glaube, du musst jetzt nicht schießen des Schießens willen, aber du hast ja tatsächlich in dem Spiel gegen Frankfurt 2-3 Mal hat das Skiri auch zum Beispiel so eine Aktion, wo du tatsächlich schießen kannst, aber Skiri den Ball halt immer so ein Müh zu lang hält. Und dann ist die Schusschance vorbei und dann legst du wieder so ein bisschen raus nach hinten und ja. Ich erwische mich aber auch häufig dabei, dieses klassische Schieß doch, schieß. So, genau diese Situation einerseits, wie jetzt bei Thielmann, wo einfach der Ball irgendwie nach einer Ecke oder was auch immer abgewehrt wird und hoch aus dem Strafraum fliegt und dann steht da einer und ich denke, komm jetzt, nimm das Ding doch einfach mal Volley und versuch mal. Und da gebe ich dir recht, das fällt mir auch auf, dass wir dann in den Situationen häufig doch nochmal irgendwie entweder hintenrum spielen oder eben zumindest zur Seite raus, um nochmal eine Flanke zu bringen. Da erwische ich mich auch immer wieder bei, wobei ich jetzt auch da nicht weiß, ist das, ob das jetzt so in der Häufung ist oder ob das einfach meine persönliche Wahrnehmung ist, aber ich schreie schon häufiger mal, schieß doch. Ja, glaube ich, können wir alle nachempfinden, dieses Gefühl, diese Emotion. Hilft jetzt auch alles nichts. Wir müssen, glaube ich, mal über das Thielmann-Tor reden. Bevor wir da über Schiedsrichter und VAR und bla reden, sollten wir vielleicht erstmal erwähnen, was das für eine geile Fackel vom Jan-Uwe war, ne? Also, den muss er erstmal so nehmen, so treffen, dann genau da ins lange Eck, also ins rechte Eck von Trapp aus gesehen, hineinbämsen. Respekt. Ja. Schönes Ding. Wunderschön. Ja. Ja, war tatsächlich eins der Dinger, wo du sagst, wow, war da den rausgekramt. War tatsächlich ein, also ich habe auch tatsächlich nicht, ich habe irgendwie gedacht, der geht vorbei, so im ersten Augenblick. Und dann siehst du, dass der genau da einschlägt und genau im Eck einschlägt. War schon tatsächlich ein sehr, sehr schönes Tor. Das kann man nicht anders sagen, ja. Ja, also ich habe jetzt die 37 Tore von den Bayern nicht gesehen. Aber ich kann mir vorstellen, so ein potenzieller Kandidat für Tor des Monats. Zumindest in der Auswahl. Das kann sein, ja. Also ich glaube, wenn ich die Zusammenfassung jetzt noch richtig im Kopf habe, dass die alle einigermaßen unspektakulär waren, zumindest im Vergleich, also ja, könnte hinhauen. Ja, müsste dann auch nochmal für Jan-Uwe abstimmen, wenn es soweit ist. Ja, sowieso immer für Jan-Uwe immer, abstimmen. Immer, auf jeden Fall. Allein des Nachnamens wegen. Des Zweitnamens, ja. ja, aber jetzt muss er, glaube ich, doch mal über den Elefanten im Raum reden. War es denn überhaupt ein Tor? Ja, ein Tor war es. Ja. Auf einem Tor. Ja, wäre es auch bei Schiedsrichter Marco aus Hattingen ein Tor gewesen. Ich tue mich ja tatsächlich schwer damit, das zu bewerten. Also, wenn ich das Tor sehe und das Tor von Salazar am ersten Spieltag von Schalke gegen uns, habe ich persönlich da wenig gesehen, wo ich jetzt bei dem Tor sagen würde, das ist mehr Tor als das Tor von Schalke. Also echt? Ich finde, da haben wir tatsächlich, ich glaube, wir haben halt das unfassbare Glück, dass um Thielmann ja zwei Frankfurter stehen und im Prinzip dem Trapp genauso die Sicht nehmen. Also ich, als ich die Bilder gesehen habe, sieht man, dass
Dietz tatsächlich zumindest im Abseits steht. Und ich war der felsenfesten Überzeugung, das kriegen wir weggenommen. Und hab da dann aber auch in unsere berühmt-berüchtigte WhatsApp-Gruppe geschrieben, oh, oh, glaub mal, das kriegen wir jetzt abgenommen. Zumindest hoffe ich, dass er sich das, also dass der Petersen sich das anguckt. Weil ich, wenn das tatsächlich, ich bin mir da auch nicht so ganz sicher, ob er sich das immer angucken muss oder ob rein theoretisch der VAR aus Köln das alleine wegnehmen kann. Dann hätte also ich die Entscheidung, die finale Entscheidung hat sowieso immer der Schiedsrichter auf dem Platz. Der VAR kann ohne den Schiedsrichter gar nichts. Okay, ich war mir nicht so ganz sicher. Also ich hätte tatsächlich einen knappen Euro gewettet, dass wir das irgendwie gegen uns bekommen, also das gegen uns gewertet bekommen, dass wir das aberkannt bekommen. Ja, also my two cents, im ersten Moment gleiches Empfinden. Also als ich am Fernseher dann die, als sie die Szene nochmal gezeigt haben in der Zeitlupe und auch die Abseitslinie, die kalibrierte, dann zeigte, dass er im Abseits stand und er stand, ich glaube, das ist unstrittig, im Abseits zum Zeitpunkt des Schusses. Das wurde, glaube ich, auch nicht groß in Abrede gestellt. War ich mir auch recht sicher, dass wenn er sich das anguckt, dass es dann zurückgenommen wird. Umso überraschter war ich dann, dass er genau das nicht tat. Und dann haben sie aber nochmal die Hintertorperspektive irgendwann gezeigt. Und ab dem Moment habe ich es verstanden. Und das ist auch der große Unterschied zu der Situation in dem Schalke-Spiel. Weil im Schalke-Spiel war es so, dass der Schalker genau in der Sicht von Schwäbe stand, als der Schuss abgegeben wurde und quasi Schwäbe den Ball aufgrund des Schalkers nicht mehr sehen konnte. Und das war hier nicht so, sondern Dietz stand versetzt. Er stand zwar im Abseits und er stand auch in der Richtung, in die der Ball dann später fliegt, aber er hat nicht Trapp die Sicht auf den Ball genommen. Trapp konnte den Ball nicht sehen, weil seine eigenen Spieler im Weg standen. Aber Dietz hat ihm nicht die Sicht genommen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor gewesen, der, also ich glaube, es gibt trotzdem Schiedsrichter, die das wegpfeifen. Wir können trotzdem sagen, haben wir Glück gehabt im Zweifel. Aber ich glaube, das war so der entscheidende Faktor, der den Schiedsrichter dann dazu bewogen hat, das Tor weiterhin zu geben. Und zwar, und das ist jetzt auch wichtig, weil er es auf dem Feld gegeben hat. Ja. Und der VAR soll ihm ja nur eindeutige Fehlentscheidungen quasi wegnehmen. Ne? Und wenn er sich jetzt umentschieden hätte, dann hätte er quasi gesagt, dass das eine grobe Fehlentscheidung gewesen, was ich da gemacht habe. Und das ist, glaube ich, einfach nicht der Fall. Das war keine grobe Fehlentscheidung. So, es war ein passives Abseits und es hätte weggepfiffen werden müssen, wenn er direkt im Blick gestanden hätte. Aber da das nicht der Fall war, ist es auch keine klare Fehlentscheidung und dementsprechend auch nicht zurückzunehmen. So habe ich mir das zumindest zusammengesponnen. Also ich verstehe die Entscheidung, warum er es nicht zurücknimmt. Ich verstehe, warum der VAR da so lange hin und her überlegt hat, wobei ich mir, glaube ich, auch gewünscht hätte, dass er einfach früher mal rausläuft und sich selber anguckt. Ich weiß nicht, was die da jetzt so lange intern hin und her diskutiert haben, bevor sie ihm mal den Wink nach außen gegeben haben. Aber vom Grundsatz her finde ich, das sind zwei unterschiedlich zu betrachtende und dementsprechend auch zu bewertende Situationen zwischen dem Schalke und dem Frankfurt-Spiel. Ja, also ich habe damals bei Salazar gesagt, das Tor soll zählen, weil ich nicht glaube, dass Schwäbe da jemals im Leben rangekommen wäre. Ich finde die Szenen schon ähnlich genug und also jetzt mal im Sinne des Fußballs und ohne FC-Brille würde ich mir schon wünschen, dass so baugleiche Szenen schon auch gleich bewertet werden. Und da muss ich schon sagen, da bin ich auch so ein bisschen Fußballromantiker, da würde ich sagen, im Zweifelsfall immer für die Fußballästhetik und dann sowohl das Salazar-Tor als auch das Thielmann-Tor geben, weil ich nicht glaube, dass die Behinderung wirklich irgendwie den Torwart da signifikant am Springen gehindert hat. Es fällt für mich auch auf, dass Herr Trapp auf dem Feld überhaupt nicht reklamiert hat. Der hat überhaupt nicht diese Beschwergeste da mit dem Arm gemacht, diese neue Reklamierarm, sondern einfach nur gestanden, hat geguckt und hat gewusst, dass er diesen Ball nicht halten kann. Deswegen glaube ich, es ist eigentlich vollkommen wurscht, wo Florian Dietz da steht. Ja, ich weiß nicht, man muss, glaube ich, da Trapp auch zugute halten, dass er aus seiner Perspektive im Zweifel ja gar nicht sieht, dass Dietz im Abseits steht. Das ist ein Millimeter im Zweifel, das nimmt er gar nicht wahr. Der sieht das dann im Nachgang und beschwert sich dann aus seiner Warte zurecht, so wie der stand im Abseits, das kann doch kein Tor sein, das darf ja wohl nicht wahr sein.
Aber in dem Moment nimmt er den ja gar nicht wahr. Der guckt auf den Ball. Im Zweifel hat er den Dietz in der Szene gar nicht wirklich gesehen, beziehungsweise er hat ihn gesehen, aber er hat ihn jetzt nicht als im Abseits stehend wahrgenommen, sondern halt einfach als Spieler, der nervig im Weg steht und der ihm im Zweifel so die entscheidende hunderttausendstel Sekunde nimmt, die er braucht, um den Ball dann irgendwie anders wahrzunehmen. Aber ja, gut für uns. Ja, der Frank fragt noch im Chat, Trapp hat gesagt, er wäre dahin geflogen, wenn er den Ball gesehen hätte. Lügt er? Ich glaube, da gibt's nichts zu halten an dem Tor. Ich glaube, der Schuss war so gut, da kann er fliegen, so viel er will. Ja, keine Ahnung. Wenn er sich das da im Nachgang anguckt, der ist in der Situation angepisst, dass er ein vermeintliches Abseitstor trotz war nicht abgepfiffen dann bekommen oder dass wir das nicht abgepfiffen bekommen und sagt dann halt irgendwas so, würde ich nicht überbewerten. Also mein Gott, Torhüter sind ja meistens selbstbewusst. Von daher glaube ich ihm, dass er glaubt, dass er den gehalten hätte. So. Ja, so kann man es, glaube ich, sagen. Anscheinend will der Manchester den Herrn Trapp kaufen. Dann viel Spaß. Maradiot. Der Hibarian schreibt noch im Chat, beim Schalke-Tor steht der Schalker-Spieler im Sichtfeld von Schwäbe. Bei Thielmanns Tor stand der Frankfurter im Sichtfeld von Trapp. Da Dietz keine Bewegung zum Ball macht, ist er nur passiv im Abseits. Kann man auch so sehen. So haben sie letztlich auch entschieden. Das war letztlich die Linie vom Schiedsrichter dann. Ja, genau. Das ist ja letztlich, was ich gesagt habe. Ja. Genau. Er steht halt nicht im Sichtfeld, ja. Ja, trotzdem glaube ich, hätte er es abgepfiffen, hätte man genauso diskutieren können wie jetzt. Also ja, das ist so ein 50-50-Ding, wo du hoffen musst, dass der Schiri eine Münze wirft, die zu deinen Gunsten nach oben landet irgendwie. Ich glaube, die Diskussion wäre gar nicht so groß geworden, wenn er es abgepfiffen hätte, aufgrund der Situation im Schalke-Spiel, wo wir dann gesagt hätten, ja gut, einmal für uns, einmal gegen uns, ist halt Pech, aber der steht ja nun mal im Abseits. Ich weiß gar nicht, ob da so großartig diskutiert worden wäre, wenn er das aberkannt hätte. Aber ja, naja. Weiß ich nicht. Also es wäre alleine schade gewesen um dieses wunderbare Tor einfach, ne? Jetzt sowieso. Unabhängig von Recht oder nicht Recht, aber manchmal ist man ja auch Fußballästhet, ganz einfach. Naja, also bin mal gespannt, ob wir den VAR für den Rest der Saison auf unserer Seite haben werden oder den Schiedsrichter. Da sind wir ja vollkommen verwöhnt in dieser Saison, das kennen wir ja gar nicht, dieses Gefühl. Also ich genieße das gerade. Aber wer weiß, wie lange noch. Ja, das ist tatsächlich wirklich so. In Ungarn gibt's übrigens keinen, ne? Also in der Playoff-Dingsbums da gibt's keinen VAR. Nee. Da müssen wir es selber richten. Ja, habt ihr noch was zum Frankfurt-Spiel? Müssen wir noch was erwähnen? Nö, ich finde es am Ende ein gerechtes Unentschieden, wie man so schön sagt. Ja, ich denke auch. Ich finde, das spiegelt den Spielverlauf wieder. Ja, beide Mannschaften haben vor den Phrasen zu bedienen. Beide Mannschaften haben vor den Toren entsprechende Fehler gemacht. Die Frankfurter haben uns den Ball ja quasi aufgelegt. Ich glaube, Ansgar Knauf war das. Wir haben gerade schon besprochen, dass Benno diesen etwas dummen Freistoß abgibt und dann ein Eigentor oder ein halbes Eigentor von Hector passiert. Also ja, dann wird es eben schwer zu gewinnen, wenn man solche Fehler macht. Das wäre auch ganz gut, wenn wir die dann in Ungarn vermeiden würden, diese hergeschenkten Tore. Weil umso mehr muss man selber dann schießen, je mehr wir da herschenken. Und das ist eine Binsenweisheit, aber wird schwer genug. Nicht im Kader des Spieltags für den 1. FC Köln stand Kingsley Ehisibue. Denn anscheinend verhandelt er mit Udine Galcho, glaube ich. Udinese. Wird das gesprochen, das SE? Ist das nicht ein stummes SE? Also ich habe das so, wie du es ausgesprochen hast, noch nie gehört. Ich weiß nicht. Wie möchtest du das aussprechen? Udise? Nee, so habe ich es nicht. Ich weiß aber auch nicht mehr. Keine Ahnung. Was? Udise? Nee, was hast du gesagt? Udine, habe ich gesagt. Weil ich das glaube, das SE ist stumm. Aber was weiß denn ich? Ich haben weiß, wir italophone Menschen im Chat? Das weiß ich nicht. Udinese Galcio. Galcio. Calcio. Galcio möchte ihn haben. Okay. Nein, nein, der Lateiner spricht ein C immer wie K, das weiß man doch. Deswegen heißt er auch Kikapo und Käser. Ja, merkt man. Das gab's auf der Lukas Podolski Berufsschule, hört's ja nicht. Ja, genau. Ja. Auf Baumschule gab's das nicht. Ja, aber kleiner
Aber du heißt doch Mario Valentino, bist du nicht Italo? Oh, ich habe die ganze Zeit gehofft, dass es keiner war. Ich habe die ganze Zeit gehofft, hast du da irgendwelchen keiner Input jetzt damit kommt, so, Moment mal. Nee, dann bin ich so ein Frankophon. Frankophon, ja. Nee, bist da kann ich nicht reagieren, da sage ich gar nichts zu. Okay. Nee, keine Ahnung, vielleicht weiß er irgendwie mehr als wir. Auf jeden Fall möchten die ihn für 1,5 Millionen gerne käuflich erwerben, zumindest seine Dienste, nicht ihn persönlich. Ja, würdet ihr ihn abgeben? Ja. Ja. Ich glaube schon. Ja, gut. Danke für den Input. Ich auch. Also 1,5 Millionen für jemanden, der bei uns ja sagen wir mal, einen schwierigen Stand hat und immer wenn er spielt, jetzt auch nicht so die ganz große Sicherheit ausstrahlt, wo du immer so ein bisschen Sorge hast, dass er jetzt so den typischen Easy-Bock da halt drin hat. Wir haben, glaube ich, 2 Millionen für ihn bezahlt, Weiland vor 3 Jahren, 4 Jahren irgendwann. Und da nochmal 1,5 Millionen rauszukriegen und dieses Armin Fee-Gehalt, was er wahrscheinlich beziehen wird, zu sparen, können wir es, glaube ich, gar nicht leisten, ihn nicht abzugeben. Fände ich menschlich immer noch sehr, sehr schade. Ich finde ihn immer noch einen total sympathischen, witzigen Kerl. Sag ich ja schon in ganz vielen Podcast-Folgen hier. Aber spielerisch glaube ich, das reicht, glaube ich, nicht zum Bundesligaspieler bei ihm. Er ist ja auch schon 27. Also wenn er jetzt 21 wäre, würde ich ja sagen, der hat das Potenzial und den kann Baumgart noch formen und so weiter. Da steckt noch Luft nach oben. Nur mit 27 bist du ja schon jetzt, glaube ich, relativ weit am Ende deiner Entwicklung so angekommen. Ob der jetzt nochmal lernt, hinten seine Seite dicht zu machen und vorne irgendwie produktive Pässe und Flanken zu schlagen, das weiß ich nicht. Wird seinen Grund haben, dass Benno Schmitz deutlich gesetzt ist und deutlich die Nase vorn hat. Deswegen glaube ich, im letzten Vertragsjahr sollte man für ihn das Geld dann mitnehmen. Wie gesagt, ich sehe das tatsächlich ähnlich. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass er bei uns den Stellenwert hat, dass er ansatzweise Stammspieler ist. Und wenn du für so ein Spiel, also es wird ja auch immer gesagt, der FC muss noch Transfereinnahmen generieren. Ich fand jetzt auch nicht, dass du im Kader gemerkt hast, dass er fehlt. Wir sprechen ja auch immer wieder, also ich meine, tatsächlich hat Baumgart ja irgendwann auch mal gesagt, naja, wir haben 3 auf dieser, da stehen Positionen, Schmitz, Schindler, Easybue und tatsächlich, ich weiß nicht, ob Schindler ein klassischer Rechtsverteidiger ist, aber ich weiß nicht. Also ich, wenn wir für den tatsächlich Geld bekommen und 1,5 Millionen Euro, klingt mir da tatsächlich verhältnismäßig lukrativ. Also wie gesagt, wir haben andere Spieler, da müssen wir wahrscheinlich Geld zahlen, damit die den Verein verlassen. Wie gesagt, wenn er den wechseln sollte, wünsche ich ihm alles Gute. Ich glaube, Easy hat sich hier nicht zu Schulden kommen lassen. Aber ich finde einfach, da merkst du einfach, dass der Unterschied zur ersten Bundesliga tatsächlich nochmal ein bisschen anders ist und ein bisschen immer zwischen Genie und Wahnsinn, aber wenn ich jetzt mal die andere Perspektive einnehme, würdet ihr denn an Easys Stelle wechseln? Ja, klar. Also normal ist der Wechsel auch immer mit einer finanziellen Verbesserung verbunden, zumindest Handgeld oder irgendwas. B, mal die Gelegenheit zu haben, in der Serie A zu spielen, das glaube ich auch nicht verkehrt. Und C, weiß der ja auch, dass er hier schon relativ viel unglückliche Sachen geleistet hat. Nicht zuletzt dieser Elfmeter gegen Regensburg, der letzte, der fünfte. Also ob der nochmal so richtig hier sein Glück findet, weiß ich nicht. Da ist dann vielleicht auch für ihn selber der Tapetenwechsel eine gute Idee. Aber der Jasemat schreibt, ich glaube auch zu Recht im Chat, wenn wir keinen Ersatz für ihn holen, ist das grob fahrlässig, ihn abzugeben. Müsste man dann noch einen Rechtsverteidiger holen oder würde das mit Schindler und Benno und irgendwie Ljubicic als Notlösung oder so gehen? Also Ljubicic auf rechts zu stellen, da zieht sich bei mir alles zusammen. Ja. Nicht, weil ich ihm das jetzt nicht zutraue, sondern weil ich den da verschenkt sehe, aber das nur so als Randnotiz. Ja, er müsste das, wenn halt wie Hector interpretieren, diese Rolle, ne? Dann geht das vielleicht sogar. Hat ja die Eintracht mit Jakic zum Beispiel auch gemacht als Rechtsverteidiger.
Ja, aber dafür spielen wir meiner Meinung nach zu defensiv anfällig. Also, ja, gut, wenn Hector halt fehlt, ne? Also wenn Hector mal fehlt und links spielt Petersen, kannst du überlegen, da einen Mittelfeldspieler auf die Rechtsverteidigerposition zu stellen. Aber gut, es ist ja nicht perspektivisch, das ist ja immer nur für manche Leute. Nee, müssen wir noch einen wirklich gelernten, richtig echten Rechtsverteidiger holen? Das wäre die Frage. Na, nächste Fußballphrase, ne? Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen davon ab, was der Markt hergibt. Ja. Die Frage ist ja, kriegst du vielleicht jemanden, also wer fällt eventuell nochmal da von irgendeinem Regal runter? Ich meine, das haben wir ja schon bei den Stürmern, als wir gesagt haben, Mensch, holen wir vielleicht einen Modestersatz. Es ist ja jetzt noch eine grobe Woche der Transfermarkt offen. Und jetzt merkst du ja, dass bei allen Vereinen auf einmal so die Leute jetzt wissen, wo sie dran sind. Das ist ja bei Easy auch nicht anders als bei anderen Vereinen. Und wir müssen dann vielleicht ein halbes Regal mal weiter oben gucken, ob da vielleicht noch irgendjemand ist, der diese Position ausfüllen kann, den du vielleicht leihen kannst, den du vielleicht eine Leihe mit Kaufoption machen kannst, wie auch immer. Keine Ahnung. Also, ich kann mir vorstellen, dass die Verantwortlichen da schon sich vorher Gedanken machen und dann auf die Spieler zugehen. Und wie gesagt, der FC, also es kann ja tatsächlich kein Spieler den Verein verlassen, ohne dass der FC da eine Zustimmung gibt. Und wenn der FC sagt so, ja, pass auf, alles klar, wir haben jetzt hier von Udinese Calcio eine Anfrage bekommen, mach dich mal auf dem Weg zum Medizincheck, dann wird sich der Verein irgendwas dabei denken. Und ich hoffe, dass da beim FC sich irgendwer Gedanken macht, wie man das dementsprechend auffängt. Ob der FC das dann macht, weiß ich nicht, aber zumindest erhoffe ich es mir. Ja, ich habe das schon mal gesagt. Ich halte unsere ganze Abwehr nicht für sonderlich toll aufgestellt. Linksverteidigerposition, okay, Petersen, Hector mache ich mir jetzt recht wenig Sorgen. Aber ich finde auch, das Frankfurt-Spiel im Vergleich zum Ferhava-Spiel hat gezeigt, dass an Kilian und Hübers kein Weg vorbeiführt. Und wenn da jetzt sich einer von beiden mal verletzt oder rot gesperrt wird oder so, das Problem ist ja, Chabot ist jetzt ja schon so ein bisschen, ja, fast schon ein bisschen verbrannt, gerade beim Anhang. Der hat ja ähnliche Sympathiewerte wie Kevin Pezzoni Weiland. Weiß nicht, ob der nochmal richtig befreit und souverän aufspielen kann. Natürlich würde ich ihm das wünschen, dass er das tut, aber ich weiß nicht, wie, ob er es psychisch so umsetzen kann. Und dann glaube ich auch nicht, dass er der Innenverteidiger ist, den du stellen kannst, wenn zum Beispiel jetzt Red Bull Leipzig mit zwei schnellen Stürmern da kommt oder Bayern oder so. Da brauchst du schon eher die schnellen Jungs und nicht die großen kopfballstarken Kopfballmonster. MB soll schon wieder aufgelöst werden, der Vertrag, hat in der U21 gespielt. Aber auch da hat man sich ja dann insgesamt eher wenig sattelfest präsentiert. Rechts hast du nur noch Benno als gelernten Rechtsverteidiger. Also ich finde, wird mir da hinten sehr, sehr knapp im Gesamtverbund. Jetzt nicht nur auf dieser Rechtsverteidigerposition. Ja, ich bin auch gerade mal bei der U21 bzw. zweiten Mannschaft gerade auf transfermarkt.de gegangen und habe mal geguckt, wen die als Rechtsverteidiger haben. Leon Schneider. Ja. Nach einer Halbzeit raus und für ihn kam dann der Jombe. Ja, aber jetzt im Spiel in Dürren. Genau, und der ist halt 19. Also Und ja auch kein Teil des Profikaders gewesen schon mal irgendwie, also mit denen trainiert oder so. Ja, aber wie gesagt, ich tue mich da ultimativ schwer. Ich gucke jetzt mal noch, ob in der U19 irgendein Spieler ist, der... Jetzt wird's aber sehr... Ja, ich meine, manchmal hast du ja so Spieler, die tatsächlich vielleicht genauso eben den Sprung machen können. Also jetzt machen wir uns nichts vor, jetzt nicht für eine ganze Saison. Aber als Aushilfe. Ja, aber das ist doch alles jetzt wieder so Flickenteppich.
du willst auf zwei Hochzeiten tanzen mit 6 Spielen mehr und willst ja jetzt irgend so einen 19-Jährigen dahin packen. Also bei allem Respekt für die potenziellen Talente und so. Aber es ist auch keine Kaderplanung, alles nur so zu überbrücken und mit irgendwelchen Notnägeln dazu besehen. Du musst doch eigentlich gucken, dass du einen findest, der vielleicht rechter Innenverteidiger und Rechtsverteidiger gleich gut spielen kann und den du da auch spielen lassen kannst und nicht so wie MB, dass der gar keine Chance hat und du damit quasi nur 3 Innenverteidiger hast, von denen einer jetzt schon mal gesperrt fehlt in der Conference League. Also ich finde, das ist nicht sicher, was da hinten passiert. Also nicht wasserdicht. Ja, ich, wie gesagt, ich tue mich auch sehr schwer damit. Ich tue mich tatsächlich sehr schwer damit, irgendwas hervorzusehen, was vielleicht beim FC gerade schon läuft. Also, wie gesagt, ich glaube, dass der FC sich schon da Gedanken machen sollte, ob du mit 2 Spielern, also in dem Fall mit Schmitz und mit Schindler, das angehen willst. Ich weiß aber auch nicht, ob du einen Easy halten musst. Ja, Und weil tatsächlich ich weiß jetzt nicht, wie viele Spiele Easy wie viele Spielminuten Easy letztes Jahr für uns gemacht hat. Und sonderlich viel mehr wird es wahrscheinlich auch nicht werden. Und Easy würde ich weiß, auch nicht. Ich weiß, was du meinst, das ist sehr auf Kante genäht, aber. Ja, ich würde auch Easy nicht auf diese rechte Innenverteidigerposition stellen. Hat er zwar in der Vorbereitung mal gespielt, aber bei Easy kann ich halt nicht sicher, nicht ruhig schlafen, wenn er da spielt oder in meinem Sessel sitzen und das Spiel gucken. Ich finde, egal ob jetzt Easy oder nicht Easy, ich habe das jetzt schon ganz oft gesagt, ich wiederhole das gerne, aber ich finde, du brauchst einfach den einen Stabilisator, so einen ganz unspektakulären, der jetzt nicht irgendwie durchs Mittelfeld dribbelt und irgendwie nach England geht für 10 Millionen, einfach nur so ein Hövelöy von Augsburg oder so. So einen ganz stumpfen Innenverteidiger, der hat die Bälle hinten rausklärt. So Mavrei Maro-Style. Ich finde, das fehlt uns im Kader. Ja. Oder jeder Spieler, den Union Berlin hat, kannst du ja alle nennen. Das ist ja alle dieser Spielertyp, den ich meine. Ja. Aber wie gesagt, ja, wenn Kielin und Hüber spielen, bin ich ruhig. Da habe ich Vertrauen drin. Aber machen die halt 34 plus 6 Spiele oder wie viel auch immer. Aber haben wir nicht tatsächlich vor dem Fehervar-Spiel gesagt über Chabot, wir sind tatsächlich überrascht über seine bisherige Entwicklung und dass die Spiele bis dahin auch tatsächlich nicht schlecht waren? Das habe ich nicht gesagt, weil gegen Regensburg fand ich ihn nicht gut. Wo hat er in der Bundesliga gespielt? Bei welchem Spiel? Schalke oder Red Bull? Schalke, ne? Ich glaube Schalke, ja. In irgendeinem Spiel war der kopfballmäßig total dominant und hat da wirklich alles rausgeklärt, was es zu klären gab. Gegen Schalke. Ja, da fand ich ihn gut, aber wir sehen jetzt ja auch an Schalke, dass die keinen Bundesliga-Stürmer haben im Kader. Liebe Grüße an Herrn Terodde und seine Elfmeter-Qualitäten. Da siehst du auch besser aus, aber gegen Regensburg ist er gegen Owusu zweimal eher schlecht ausgesehen. Gegen Fehervar, ja, ne? Ungestüm halt, unclever. Gegen Mailand waren den beiden Gegentoren beteiligt. Gut, gegen sehr, sehr gute Stürmer mit Giroud und Rebic, muss man dazu sagen. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie der allergrößte Chabot-Fan, dass ich mir da ein Trikot hinten mit dem beflocken würde. Ja, das würde ich tatsächlich auch nicht machen. Also, ich will dem auch nicht zu nahe treten, menschlich, aber ich habe das Gefühl, in Teilen des FC-Fan-Lagers löst Chabots Aufstellung ähnliche Reaktionen auf wie die von Timo Horn im Tor. Dass du immer sagst, ob das mal gut geht. Und weiß nicht, ob das auch dem Spieler irgendwie für den gerecht ist. Ja, wobei ich glaube, es ist noch recht früh. Also du hast ja eben gesagt, schon von verbrannt gesprochen. So weit würde ich nicht gehen. Also ich sehe generell den Defensivverbund in Summe nicht so düster, wie du es jetzt beschrieben hast. Ich glaube, wir sind da qualitativ schon da, wo wir oder wo ich uns auch grundsätzlich einsortieren würde, so in Sachen Möglichkeiten, ne? Gerade auch, wenn wir jetzt mal auf den Sommer gucken und auf die finanzielle Lage, ich glaube, die ja auch schon lang und breit diskutiert wurde, dann sind wir in Summe mit dem Kader, finde ich,
sehr ordentlich aufgestellt, auch defensiv, so zumindest mein Eindruck. Meine recht unqualifizierte Meinung, aber auch Chabot, muss ich sagen, der ist noch einigermaßen jung. Ja, gut, die Geschichte jetzt im Hinspiel, die war sicher unglücklich, wobei auch da, muss ich sagen, für mich trifft ihn da nicht die alleinige Schuld. Er darf da niemals letzter Mann sein. Aber mal unabhängig davon, ich glaube nicht, dass der schon in der Art verbrannt ist, wie du jetzt eben beschrieben hast, dass das schon derartige Auswirkungen hat. Aber schwer, finde ich, zu beurteilen. Klar, ich glaube, jeder hat diesen sich Spieler, wo man sagt, so um Himmels Willen, wenn er irgendwo in der Startelf auftaucht. Aber ich glaube, Chabot, wenn er ein paar gute Spiele machen würde, dann würde sich das ganz schnell wieder drehen. Ne? Und da die traue ich ihm auch durchaus zu. Ja, also Baumgart musste ihn ja schon zweimal öffentlich verteidigen. Das ist ja auch schon ein Zeichen, ne? Dass er das schon sich bemüßigt gefühlt hat. Der kriegt, wenn man Social Media liest, schon viel Hate ab. Ja, weil aber das ist darfst du aber auch nicht als einfach, Maßstab, ne? Nehmen. Ja, weiß ich nicht, weil das macht ja was mit dir als Spieler. Dadurch, dass Baumgart das ja auch erwähnt hat, ist ja auch klar, dass es angekommen ist in der Mannschaft, diese Kritik. Sonst hätte Baumgart das ja gar nicht in die Öffentlichkeit getragen. Ja, wobei ich glaube, da hat auch so ein bisschen, da haben ja auch Medien dann drüber berichtet, der Express hatte jetzt die Headline Hass im Netz gegen Chabot zum Beispiel. Also im Zweifel wird sowas dann auch deswegen aufgegriffen, weil es dann so thematisiert wird. Also ich finde es ja gut, wenn es im negativen Kontext aufgegriffen wird, was teilweise bei sozialen Medien abgelassen wird, jetzt mal unabhängig vom FC, ne? Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, aber auch wieder teilweise eben auf Spieler eingetreten wird, noch und nöcher, das ist unterste Schublade. Insofern, dass das mal thematisiert wird, finde ich okay. Aber ich würde daraus jetzt nichts ableiten. Er hat halt eine rote Karte kassiert, die wir für viele ursächlich für die Niederlage waren. Und ich glaube, die Enttäuschung hat sich dann so ein bisschen im Zweifel auf ihn so fokussiert jetzt in dem einen Spiel. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt was Nachhaltiges ist und dass jetzt, weiß ich nicht, im Zweifel das geboot wird, wenn er auf den Platz geht oder irgendwas in der Art. Ne? Ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn er zwei, drei gute Spiele macht, dann hat sich das komplett gelegt. Hat auch den Elfer verschossen, darfst du auch nicht vergessen. Ne? Das kumuliert. Ja, dann dürfte Rafael Schichers keinen Fußball mehr spielen. Wie viel war auch nicht der beliebteste Mensch beim 1. FC Köln, ne? Jo, aber also tatsächlich, wenn du mal tatsächlich, glaube ich, die Quote von Rafael Schichers, was Elfmeter verursacht, Handelfmeter und unglückliche Aktion anbelangt, müsste Schichers, glaube ich, weit vorne sein. Ja, klar, weil der auch mehr Spiele gemacht hat. Aber überleg mal, was wir denn schon zum Mond gewünscht haben hier in diesem ehrwürdigen Podcast. Ja. Wir haben gesagt, wir fahren den persönlich mit der Schubkarre nach Chicago. Haben wir ja auch. Ja. Wir haben es outgesourced. Nein, aber ich bin da bei dir, wenn da irgendeiner noch dazukommt und uns der qualitativ weiterhilft, würde ich den ja nehmen. Nur ich wüsste nicht, welcher Spieler das sein soll, den du auch bezahlen kannst. Du hast dann ja 1,5 Millionen. Da kannst du dir dann überlegen, 1 Million von zu reinvestieren. Also wir werden diese 20 Millionen Transfer überschreiten. Ist doch nichts. Wir werden diese 20 Millionen Transferüberschuss ja eh nicht generieren, das steht ja schon fest. Also wenn ich jetzt noch irgendwer absurde Dinge auf Transfer macht, kriegen wir die 20 Millionen da eh nicht hin. Mit Easy geht zumindest ein schweres Tier im Gehalt geht weg, weil der noch einen Fehlvertrag hat, die alle ganz ordentlich verdienen werden. Ja, guck doch mal, ob du nicht irgendwie an den vierten Innenverteidiger von Union Berlin rantrittst oder so. Oder von anderen Mannschaften, die sehr viel Wert auf Defensivfokus legen. Ja, also nochmal, ich bin da nicht derjenige, der sagt, das sollten wir auf gar keinen Fall tun. Also ich bin ja bei dir. Also auch wenn wir noch einen guten Stürmer kriegen, würde ich nicht Nein sagen. Mhm. Auch wenn wir noch einen weiteren Zehner kriegen, der uns qualitativ weiter, würde ich nicht Nein sagen und bezahlbar ist. Nur
Dortmund will ja offensichtlich Ronaldo nicht haben. Achso, ich dachte, die wollten Modest abgeben. Für umsonst wieder zurück. Ja, genau. Der spielt dann für die Hälfte. Pflaume. Hat man seinen Bruder geschickt oder was? Nee, ich sehe aber trotzdem die Not hinten größer als tatsächlich bei der Stürmergeschichte, weil wir da genug, zumindest genug Optionen haben, wo du hoffen kannst, dass einer von denen durchstartet. Aber ich sehe es hinten notwendiger. Und da höre ich im Verein gerade relativ wenig Stimmen, die in die Richtung was machen wollen. Naja, also die Frage ist ja, hörst du wenig Stimmen? Also tatsächlich muss man auch sagen, du hast vor den Transfers aber auch nicht viel gehört. Ja, aber die haben ja gesagt, was für eine Art von Spieler sie suchen. Und da war immer die Rede von Wandspieler, von irgendeinem Außenbahnspieler, so ein Achter wollte Baumgart haben. Von Innenverteidigern war da nie die Rede. Stimmt, aber auch immer vor dem Hintergrund, dass uns kein Spieler verlässt. Ja. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe weder mit Christian Keller noch mit Thomas Kessler noch mit dem, wie heißt der, Matthias Berg, Lukas Berg telefoniert. Ich weiß nicht, was die vorhaben. Ich weiß auch nicht, ob Easy tatsächlich da schon zum Medizincheck unterwegs ist. Und es wäre tatsächlich, wie gesagt, wird tatsächlich sehr spannend sein. Ja. Gucken wir einfach mal, vertragslose Spieler, Transfermarkt, rechter Verteidiger. Wir scouten jetzt mal für den 1. FC Köln, würde ich vorschlagen. Können wir gerne machen. Ich sortiere mal nach Marktwert. Ich glaube, im 10-Millionen-Segment müssen wir nicht suchen. William, 2,5 Millionen. Kenne ich nicht. Ah, ein 35-jähriger Franzose. Das klingt doch nach so einer Horst-Held-Verpflichtung. Auch verletzt, sehr gut. Koke, 35. Ja. Tobias Patschonik, Deutsch. Kennt ihr den? Schon mal gehört den Namen? Sagt mir gar nichts. Nö. Und Daniel Brosinski. Muss bei mir zum Beispiel überhaupt nichts heißen. Nee, hab ich aber auch noch nie gehört. Aber Daniel Brosinski, ehemaliger Shootingstar und Bayern-Besieger des 1. FC Köln, hat keinen Vertrag. Wie alt ist der jetzt? 34 leider. Das spricht so ein bisschen gegen ihn. Aber sind die, also ohne jetzt Daniel Brosinski oder Tobias Pachonik zu nahe treten zu wollen. Pachonik hat übrigens letztes Jahr bei VV Venlo gespielt. VV Venlo. Ja, VV Venlo. Mhm. Hier, Dennis Männer. Dennis mit einem N. Kenne ich nicht, aber sofort verpflichten. Sofort verpflichten. Kann nix, der kann nix. Sofort also, verpflichten. William, ist das nicht der von Wolfsburg, ne? Ich glaube schon. Doch, Wolfsburg, ja. Auch verletzt leider. War der nicht so schwer verletzt, dass der seine Karriere beenden wollte? Er hat zumindest eine Knieverletzung, Rückkehr unbekannt, sagt Transfermarkt. Ist natürlich mit 27 sehr schade für ihn, wenn er sich so schwer verletzt hätte. Wenn ich ihn nicht kenne, drückt man trotzdem mal die Daumen, dass das nicht so kommt. Also tatsächlich, Herbert Bockhorn. Herbert Bockhorn hat ja letztes Jahr beim VfL Bochum tatsächlich auf sich aufmerksam gemacht. Ja, also wie kannst du als VfL Bochum einen Spieler namens Herbert Bockhorn gehen lassen? Den musst du allein wegen seines Namens weiter verpflichten in Bochum. Das geht gar nicht anders. Hat letztes Jahr 18 Bundesligaspiele immerhin gemacht, aber auch nur 839 Minuten, ne? Ja. Also, wie gesagt, ich, das ist ja jetzt auch hier so ein bisschen sich durch transfermarkt.de scrollen und irgendwen finden, den man überhaupt schon mal gehört hat. Ja, richtig. Oder die Dennis mit einem N mit Vornamen heißen. Ja, also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das, was ich meine, ich kenne mich tatsächlich auch in irgendwelchen dritten Ligen auch nicht aus, wie das da aussieht und keine Ahnung. Ja, weiß ich auch nicht. Tatsächlich habe ich gerade schon mal überlegt, ich weiß nicht, irgendjemand hatte das gefragt, die Frage kam von dem Hibarian, ob Maiko Sponsel nicht jemand für die Rechtsverteidigerposition ist. Ja, ist ja leider verliehen. Genau, tatsächlich aktuell an Rot-Weiß Essen verliehen. Weiß auch nicht, ob das ein Move ist, den
zurück. Ich meine, rein theoretisch kannst du ja jede Laie jederzeit auflösen. Aber ich weiß nicht, ob man da auch dem Spieler einen Gefallen mit tut. Ja, ich denke, wenn man ihn langfristig hätte eingeplant, hätte man anders mit ihm jetzt im Sommer geplant. Ich glaube, die Zukunft gehört Sponsel. Ich halte viel von dem. Ich finde auch Strauch interessant. Der kann auch Rechtsverteidiger spielen. Wurde gerade im Chat auch noch mal reingeschmissen. Ob das jetzt alles so diese kurzfristigen Lösungen sind und dann direkt europäisch und so, weiß ich nicht. Da wäre vielleicht sogar noch eine Überlegung, ob du nicht guckst, ob Hussein Basic sich da relativ schnell umschulen ließe. So, wie gesagt, wir spielen ja gerne mit Mittelfeldspielern auf der Rechtsverteidigerposition oder auf der Außenverteidigerposition. Wir haben auch einen Platz für den im Kader gefunden. Vielleicht ist das sogar eine etwas bessere Option. Ich glaube, der hat das Zeug dazu, dass er auch Außenverteidiger spielen kann. Aber gut, jetzt wird es alles ein bisschen wild in der gesamten Überlegung. Wir lassen es auf uns zukommen, aber ich schreibe dem 1. FC Köln in sein Hausaufgabenheftchen, dass ich nicht so ruhig schlafe mit dieser Abwehr und eher hinten gucken würde. So, wisst ihr, was ich auch finde, welchen Spielertypen wir eigentlich noch im Kader bräuchten? Ich finde, wir bräuchten jemanden, der Florian Kainz mal ablösen kann. Weil ich finde, im Moment sind wir total abhängig von Kainz, weil er gut in Form ist, zum Glück. Der ist aber auch der Spieler, dem ich jetzt nicht zutraue, eine englische Woche mit 270 Minuten durchzustehen. Und wenn der ausgewechselt wird, hast du keinen Spieler, der dieser Spielertyp wie Kainz ist, also der flanken kann. Du hast einen Mainer, der schnell und der kann an die Grundlinie gehen, nach innen ziehen und so. Aber jetzt auch nicht das Flankengenie. Und dann ist der zweitbeste Flankengeber im ganzen Kader Benno Schmitz. Das sehe ich auch noch als Lücke im Kader. Oder wenn sich Kainz mal verletzen sollte jetzt oder so, der hat ja ab und zu mal seine Bewegchen. Auch der wird schwer zu kompensieren. Ja, gebe ich dir tatsächlich recht. Also ich glaube halt, dass der FC halt diese Saison merkst du halt einfach, dass da nicht so sonderlich viel halt finanziell auch möglich ist. Also das ist alles sehr auf, wir gucken mal, dass wir das irgendwie mit den bestehenden Leuten hinkriegen, aber ja, schwierig. Schwierig. Also ich weiß, was du meinst, ich sehe aber tatsächlich auch nicht, das, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir noch drei Spieler verpflichten werden. Ich glaube nicht, dass wir noch einen Linksaußen, keinen Stürmer und keinen Innenverteidiger verpflichten. Nein, glaube ich null. Ich wollte einfach nur erwähnt haben an dieser Stelle. Ja, stimmt. Übrigens zu Maiko Sponsel. Ich wollte gerade gucken, wie viele Spiele der gemacht hat. Maiko Sponsel hat sich einen Meniskusriss zugezogen. Oh ja, alles Gute, Maiko. Und das, die Nachricht ist vom 19. August. Ja, gut, so viel dazu dann, ne? Alles Gute, also, gute Besserung. Mit Rückkehr wird das dann, also mit einer Rückholaktion, die dich kurzfristig weiterbringt, wird das natürlich dann auch nicht. Nee. Comeback stronger, Maiko. Comeback stronger. So sieht's aus. Also, wie gesagt, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, ja, ich glaube, wir sind halt nicht der Kader, oder wir haben halt auch nicht die Knete für eine adäquate Doppelbesetzung. Oh, ich habe noch einen Rechtsverteidiger gefunden, einen ganz, ganz tollen Namen. Also wir scouten nur nach Namen. Wir scouten ja nicht nach Qualität oder so. Hast du einen Doppelnamen gefunden? Nee, geiler. Der heißt mit Vornamen, ist kein Scheiß, Lucky Boy. Lucky Boy Mokoena. Okay, kommt jetzt hast du mich. Den müssen wir verpflichten. Also wenn wir den nicht verpflichten, wären wir ja strunzdoof, ne? 28 dafür Jahre. Dafür kein Weg vorbei. Ja, Marktwert 300.000. Kommt von, oh Gott, Sekhukhune aus Südafrika. Kennt man, ja. Nee, das Qualität. Das ist quasi das Feherwa von Südafrika. Also, ja. Entschuldigung, Lucky Boy. Do it, FC, do it. Aber wenn der schon bei Transfermarkt kein Foto drin hat. Ja. Hat aber schon 6.000 Minuten in der DSTV Premiership hinter sich. Ja, aber an dem Tag einfach nur krank. Das muss ja nichts heißen. Guckt euch, gebt den Namen Lucky Boy Mokwena mal bei Google ein und geht dann auf Bilder. Sieht er aus wie ein Lucky Boy? Stylische Haare hat er auf jeden Fall. Geil, also guck mal, den müssen wir verpflichten. Das ist auch, der hat auch richtig Potenzial für Kult.
Ja. Also Lucky Boy machen wir hinten aufs Trikot drauf. Lucky Boy, ja. Geil. Ich nehme mal Kontakt zu ihm auf. Den kann man schon bei Instagram anschreiben. Ja. Oder so. Schreibst du mal auf, er will nicht. Ja, hello, du Junge. Einfach mal zum Probetraining kommen. Genau. Einfach mal einladen. Come tomorrow. We do not pay your expenses. But please come. Maybe contract for you. Geil. Also der Name ist super. Jetzt habe ich direkt für meine potenziellen Kinder nochmal eine weitere Option gefunden. Lucky Boy. Lucky Boy. Lucky Girl. Ja. Ja, wie gesagt, ich, keine Ahnung. Also ich glaube halt, dass wir halt uns immer vielleicht durchaus irgendwelcher Notlösungen behelfen müssen und einfach vielleicht taktisch dann ein bisschen umstellen müssen. Anders sehe ich das nicht. Ja. Ja, gut. Lass uns mal nicht weiter jetzt hier verweilen. Du ziehst mich mit deiner Stimmung echt wieder runter, ne? Ich war gar nicht so negativ drauf. Immer ziehst du mich mit deiner negativen Art runter. Was heißt denn meine Stimmung? Ich benenne einfach nur Defizite, die ich wahrnehme. Aber ich sage ja zum Beispiel, dass ich einen Sturm als sehr gut aufgestellt sehe eigentlich. Also gut, sehr gut ist ein bisschen optimistisch, aber als gut genug, dass ich da jetzt im Sturm nicht unbedingt den Handlungsbedarf sehe. Also außer John Cordoba willkommen, dann würde ich sogar auf Lucky Boy verzichten dafür, um die Ablöse dann zu sparen. Aber ich glaube, dass wir mit dem jetzigen Sturm auch ganz gut aufgestellt wären, ohne dass ich jetzt ganz schlechte Nächte damit hätte. Ich würde mir das gerne... Da habe ich tatsächlich eine andere Meinung zu. Ja, okay. Können wir jetzt ja besprechen, wenn wir uns auf die Aufstellung zu Ferva begeben, also das Rückspiel der UEFA Conference League, whatever. Ganz viele Leute, die ich kenne, fahren nach Ungarn. Ein paar davon sind auch gerade im Chat. Wirklich ganz, ganz liebe Grüße an alle. Mein Neid ist euch auf Jahre hinaus gewiss, zumindest wenn wir keine Gruppenphase haben sollten. Und ich wünsche allen einen wirklich ganz tollen Trip, einen sicheren Trip. Kommt gesund wieder und lasst euch nicht von irgendwelchen ungarischen Autokraten da ärgern. Ja, und natürlich schickt uns nachher bitte Sprachnachrichten, indem ihr von eurem Trip berichtet. Genau. Aber ich leider kann nicht dahin fahren. Ich glaube, du, Marco, auch nicht, wenn ich richtig erinnere. Nein, ich leider auch nicht. Mario, bist du am Start? Leider nicht. Ich fahre morgen Abend auf Dienstreise. Ah, okay. Richtig nicht, gut geteilt. Nicht zufällig nach Ungarn. Nee, leider nicht. Ich habe noch versucht, da irgendwo einen Kunden herzukriegen, aber nee, auf die Schnelle hat das nicht funktioniert. Ich meine, Wien würde auch noch gehen zur Not, ne? Kann man schnell rüber machen, aber ja. Naja, also wir drei sind nicht dabei. Ich wär auf jeden Fall gerne gefahren, aber das hat sich leider so ergeben. Ich bereue meine Berufswahl, ne? Dass ich keinen Urlaub nehmen kann einfach. Ja. Augen auf. Augen auf bei der Berufswahl. Hätte ich damals schon gewusst, dass wir jemals nochmal europäisch spielen würden, ich hätte was anderes gemacht. Ja, also tatsächlich bin auch tatsächlich ein bisschen traurig. Also ich bin ein ultimativ schlechter vor dem Fernseher, so, ich sag mal, aufgeladene Spiele gucken, emotional aufgeladene Spiele gucken. Also ich muss es auch in irgendeiner Öffentlichkeit gucken, ne? Also, ich bin ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob ich mir es tatsächlich angucke. Ich habe tatsächlich, wenn tatsächlich das Wetter gut ist, habe ich tatsächlich überlegt, ob ich mir meine Inliner schnappe und über hier um See fahre. Okay. Weil ich weiß nicht, ob und dann aber hörend oder einfach abgeschottet? Nee, gar nicht. Also nicht mal Push, ja einfach gucken, wie es ergeben keine ist. Keine Push-Nachricht, nix. Ach. Also das tatsächlich. Ich irgendwann ja noch Handy nicht. Gucken und sehen. Also tatsächlich, das war das Rückspiel, das Quali-Rückspiel gegen Kiel. Mhm. Da war ich erst mit der Familie noch auf einem Treffen, Geburtstag, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und wir sind dann nach Hause gefahren und es hat alles dann, also es war eigentlich geplant, dass ich um 15.30 Uhr hier bin, zu Hause. Und wie das halt mit Kindern ist, das kannst du nicht alles immer so im Detail gerade planen und dann sind wir halt irgendwie später losgefahren und ich habe das Autoradio angemacht auf der Hinfahrt und da fiel gerade das, wir haben 1-0 geführt, ne? Wir haben 1-0 geführt, dann 2-0 geführt. Haben wir nicht das 1-1 kassiert?
Ich glaube, wir haben das 2-1 kassiert. Ich glaube, erst haben Hector und Anderson 2 Tore gemacht. Ich hätte jetzt irgendwie gesagt, das kann auch andersrum sein. Ich bin nicht ganz sicher. Es ist egal. Egal. Weiter mit der Story. Nee, wir haben das 1-1 kassiert. Genau. Irgendwie, weiß ich nicht, dritte und dann Lee direkt dahinter und dann dieses Tor von Anderson in der 6. Und ich war nach dem, bin tatsächlich zu dem Tor von Anderson, zu dem 3-1, also das habe ich tatsächlich, das war das erste Tor, was ich dann live vor dem Fernseher gesehen habe. Und ich bin dann bis zu dem, boah, wer hat das 4-1 gemacht? Chichos, ne? Ja. Bis zu dem 4-1 bin ich tatsächlich hinter dem Sofa auf und ab getigert. Wirklich wie so ein Tiger im Zoo, der Hospitalismus hat. Und tatsächlich, wenn du tatsächlich nur so einen Radius von, weiß ich nicht, wie lang ist das Sofa? 3,5 Meter, immer auf und ab tigerst und alle gucken dich in diesem Haushalt an und fragen, ob du noch alle ganz beisammen hast. Und tatsächlich beim 3-1, es war ja tatsächlich da schon auf dem richtigen Weg und ich war so unfassbar nervös. Und ich weiß nicht, ob ich mir das angucken kann. Weil ich tatsächlich nach dem Hinspiel irgendwie so denke, so, das ist ein Gegner, den du eigentlich schlagen kannst und musst. Aber wir kennen ja den FC. Also wenn ich tatsächlich der meistgehörte Spruch war typisch FC am Donnerstag. Ja, da hat der FC einen FC gebaut. Bei dem 1-1 und bei dem 2-1. Das war immer das Gleiche. Boah, typischer FC-Move. Irgendwie nehme ich mich da. Ich habe das um mich rum auch oft wahrgenommen, ja. Den Satz. Ja, und wenn du dann tatsächlich auch mal, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich habe tatsächlich diese Quali für, das machen wir so im Vorbeigehen. So beginnt aber auch das Unglück mit solchen Gedanken. Also, ne, liebe Grüße an den Reik aus Hamburg. Wir haben vor dem Spiel so ein bisschen hin und her geschrieben und dann habe ich gesagt, sagt er ja, weil er konnte ja tatsächlich nicht da sein aus beruflichen Gründen und dann hat er geschrieben, ja, habe ich gesagt, boah, ich bin komplett nervös und aufgeregt und hat gesagt, ach, das wird ein locker leichtes 3-0 und ich habe mich tatsächlich, warum auch einfach da so reinquatschen lassen und habe dann diese positive Stimmung tatsächlich mitgenommen und war nach dem 2-1 tatsächlich so gefrustet und ich habe mein Auto ja ein Stückchen vom Stadion weiter weggeparkt, also ein Stückchen weggeparkt und musste an einer Baustelle vorbei und gehe dann halt, ich sag mal, verhältnismäßig spät abends durch diese Baustelle und da kommt mir so eine blöde Barke, war so halb auf dem Weg und der Robert Hennes hat sich einfach nach links und rechts umgeguckt, sah kein Hinter und vor sich und diese Barke flog tatsächlich in die Baugrube. Ich habe diese scheiß Barke aus dieser scheiß Verankerung rausgetreten, voll aus Frust, weil ich so wütend war und irgendwo hin mit meiner Emotion musste. Und tatsächlich, ich fahre in der Regel nie Auto, wenn das Radio aus ist oder es sitzt keiner neben mir. Ich bin die komplette Strecke von Köln nach Hattingen ohne Berieselung gefahren. Einfach Ruhe. Und ich glaube, ich habe vor mich hingegrummelt. Und ich weiß nicht, ob mir dieses Spiel nicht zu viel seelischen Schmerz bereitet. Vielleicht fahre ich hier auch nur um den Block. Und wenn ich dann merke, es steht 2-0, komme ich schnell rein und gucke mir das Spiel an. Tatsächlich würde ich mich wahrscheinlich genauso verhalten, wie du es eben beschrieben hast, mit irgendwie hospitalismusmäßig um die Couch rumtigern, wenn ich das Spiel nicht sehen könnte. Also wenn ich weiß, das läuft gerade und ich gucke es mir nicht an, dann werde ich rammdösig. Also das würde ich zum Beispiel nicht aushalten. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich muss das sehen, auch wenn es im Zweifel schlimm ist, es zu sehen. Aber bevor ich es nicht sehen kann und auch gar nicht mitkriege, wie es jetzt steht, da wäre ich komplett fertig am Ende. Da wäre ich wahrscheinlich schweißgebadet, wenn ich dann irgendwann endlich nachgucken darf, wie es gelaufen ist. Ich bin da auch eher wie Mario gepolt. Das nicht gucken zu können, wäre für mich, glaube ich, die Höchststrafe. Wenn ich wüsste, ich hätte irgendwie vielleicht einen Elternabend oder so und kann das deswegen nicht gucken,
Also ich wüsste gar nicht, welche Hebel ich in Bewegung setzen müsste, um da aus der Nummer rauszukommen, um dieses Spiel sehen zu können. Also ich wäre da wahrscheinlich auf dem Elternabend dieser unangenehme Vater, der irgendwo ganz hinten sitzt und die ganze Zeit so verräterisch so unter das Pult guckt. Ja. Mensch, das Spiel läuft. Ja. Das Doofe ist, ich bin der Lehrer, weißt du, ich bin vorm Pult. Da du da gerade Elternabend saß, habe ich jetzt gerade mal geguckt, was so in meinem privaten Terminkalender und tatsächlich steht da optional Elternabend Schule. Naja, dann kann man ja immer überlegen, ob da vielleicht okay, Partnerin ich weiß, ist. Frau also ich kann euch sagen, wo ich nicht sein werde. Ich werde nicht in einer fahren können, weil tatsächlich dann meine Frau zu dem Elternabend gehen darf in der Schule. Auch mit der Gefahr, dass ich mich da in irgendein Amt wählen lasse. Ich glaube, das mache ich. Ich lasse dich in so ein Amt wählen bei so einem Elternamt. Nee. Ich habe ja ungefähr 700 Stunden Audio von dir auf meinem Computer. Dann schneide ich was zusammen, schleiche mich in diesen Klassenraum da in Hattingen und spiele das dann so ab. Ich würde es machen. Der Marco aus Hattingen. Und sagt die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer, ach, das ist ja nett von Ihnen. Hast du was? Ich war das gar nicht. Jetzt ist es zu spät. Ich habe dich schon eingetragen. Tut mir leid. Ah, herrlich. Jetzt haben wir hier über den ganzen heißen Brei rumgelabert. Ja, aber wir haben noch kein Wort zu Ferber verloren. Ich glaube, wir haben schon relativ klar gemacht, was uns für dieses Spiel erwartet. Also ich glaube nicht, dass die Ambitionen haben werden, da groß nach vorne mitzuspielen. Die werden alles, was sich anbietet, versuchen, knallhart auszunutzen und werden wieder, wie jetzt im Hinspiel ja auch schon, auf Konter gehen. Aber die werden schon eher zeigen, dass sie ganz gut verteidigen können und da hinten diszipliniert und mit viel Ordnung stehen werden. Oder habt ihr das Gefühl, das wird ein anderes Spiel? Ja. Okay, da bin ich gespannt. Also, auf die Gefahr hin, dass mir das jetzt wirklich völlig um die Ohren fliegt hinterher. Aber ich bin, wenn ich auf das Spiel blicke, tatsächlich recht zuversichtlich. Also nicht überheblich. Man hat im Hinspiel gesehen, was passieren kann. Da habe ich nach dem 1-0 auch gedacht, okay, das fahren wir entspannt nach Hause und Ergebnis ist bekannt. Aber ich glaube, dass wir da mit ein bisschen Wut im Bauch hinfahren. Ich glaube, dass die Mannschaft da auch die richtige Antwort geben wird. Ich glaube, dass Steffen Baumgart die auch richtig auf das Spiel einstellen wird, dass die durchaus ernst nehmen. Aber ich glaube trotzdem, dass wir da eine gute Figur machen werden. Und ich würde auch behaupten, dass wir zumindest mal das Ganze wieder auf Null stellen, noch in der ersten Halbzeit. Also ich glaube, am Ende der ersten Halbzeit steht da mindestens quasi wieder ein Ausgleich und dann haben wir die zweite Halbzeit Zeit, das Ding klar zu machen. Wenn wir nicht sogar in der ersten Halbzeit schon führen. So. Also quasi ein Kiel 2.0. Ja, also ich weiß nicht, ob wir da jetzt 5 Buden machen. Wäre tatsächlich für mein Nervenkostüm ganz gut. Ich will das jetzt auch nicht wirklich so kleinreden oder die so kleinreden und sagen, wir knallen die da völlig weg. Aber ich glaube, dass wir ein anderes Spiel sehen in dem Sinne, als dass wir nicht quasi die zweite Halbzeit reloaded haben, wo wir einfach 90 Minuten auf ein Tor spielen und es einfach nicht hinkriegen, das Tor dann zu machen, sondern ja, die werden defensiv eingestellt sein, da bin ich mir auch recht sicher. Sie wären eigentlich auch bescheuert, wenn nicht. Und ich glaube aber, dass wir da einfach mehr Lösungen finden werden, weil wir halt eben nicht in Unterzahl sind, weil wir mit einer Idee von Anfang an reinkommen und das jetzt nicht irgendwie kurzfristig umsortieren müssen, wie jetzt im Hinspiel eben aufgrund so einer roten Karte und weil man dann eben ein bisschen umbaut. Und ich glaube, dass wir da mit so einer guten Idee hinkommen, dass wir das in die Gruppenphase bringen. So, das ist mein Statement dazu und ich hoffe sehr, dass es mir nicht im Nachgang um die Ohren fliegt, dass ich das jetzt gesagt habe. Ja, also dein Optimismus in allen Ehren. Ich habe auch ganz, ganz, ganz zaghaft das Gefühl, dass ich glaube, dass wir weiterkommen werden. Ich glaube, es wird aber ein ganz hartes Stück Arbeit. Also ich kann mir sogar vorstellen, Verlängerung, was mit Blick auf die Gesamtbelastung eher suboptimal wäre, weil die ja schon gegen die Eintracht auf dem Zahnfleisch gegangen sind, laut Aussage des Trainers. Insofern würde ich mir wünschen, dass wir es in der regulären Spielzeit zumachen. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall 3 Buden schießen, weil ich wette, eine fangen wir uns ja immer in jedem Spiel, also wahrscheinlich auch da dann. Das heißt, wenn die eine machen, brauchen wir ja insgesamt in Summe irgendwie 3 oder zumindest im Elfmeterschießen dann einen mehr als die.
Aber ich glaube, wir brauchen 3 Buden. Ich glaube, wir machen 3 Buden. Wenn auch mit viel Hängen und Würgen. Und ich glaube sogar fast so ein Last-Minute-Ding wird das werden. Also ich kann mir vorstellen, dass es bis zur Paar 80. irgendwie noch relativ knapp ausgeht. Dann, also 1-1 steht oder so. Dann machen wir vielleicht das 2-1, Verlängerung. Und dann in der Verlängerung machen wir dann das entscheidende 3-1, weil es gibt ja keine Auswärtstorregel. Ja, Marco, was glaubst du denn? Auch wenn du es nicht guckst. Ja, ich, wie gesagt, da die Option Elternabend ist, werde ich das Spiel tatsächlich gucken. Also ich meine, bevor ich Elternabend schleiche, ist die Entscheidung da tatsächlich relativ gering. Aber da stand ja optional, vielleicht gibt es den ja gar nicht. Ja, nee, aber optional heißt für mich entweder Elternabend oder zu Hause. Ach so, okay. Ich dachte, der Elternabend wäre optional. Nein. Also einer muss ja zum Elternabend und einer muss. Nein, ich dachte, vielleicht ist da ein Elternabend. Nee. Also es ist Elternabend tatsächlich, aber tut mir leid, dann bleibe ich natürlich zu Hause. Wieder nicht komplett lebensmüde. Ich würde mir wünschen, dass wir mit dem gleichen Elan starten wie die ersten 20 Minuten. Weil tatsächlich sehe ich das auch so wie der Mario. Wir hatten den Gegner ja bis zur 20. Minute komplett im Griff. Und bin tatsächlich auf die Aufstellung gespannt. Also ich würde gerne, wenn ich mir was wünschen dürfte, mit fast der Aufstellung spielen wie gegen Frankfurt. Ich würde gerne Ljubicic auf die Olesen-Position ziehen und vielleicht auf der Seite, ich weiß nicht, ob Lindenmeiner auf rechts spielen kann, da gerne Lindenmeiner oder Kingsley Schindler spielen lassen. Oder Jan Thielmann. Das hast einfach alle 3 Optionen genannt, die es gibt. Super. Stell mal auf. Mach mal Baumgarten, dann scheiße ich. Schwäbe, Hector, Hübers, Kilian Schmitz, ist, glaube ich, safe, unstrittig. Ja, glaube ich auch. Skiri auch unstrittig. Kainz ebenfalls. Dann Ljubicic auf der 10. Ja, ich weiß nicht, ob Meiner rechts spielen kann. Kann der rechts spielen? Hat er ja schon ein paar Mal. Ja, dann Lindenmeiner auf rechts. Und vorne Adamian und Dietz. Ja, ich glaube, ich würde Adamian durch Thielmann ersetzen, einfach wegen Form. Ich fand Adamian nicht gut jetzt gegen Frankfurt. Sonst würde ich genau die gleiche Aufstellung wählen wie du. Ich finde gerade, Lindenmeiner hätte sich mal verdient, die Startelf bekleiden zu dürfen. Ja, und dann kannst du, wenn du nachher hinterher hinten raus Speed bringen willst, kannst du immer noch Olesen oder Kingsley Schindler bringen, damit du noch ein bisschen Speed in die Mannschaft bringen kannst. Aber wäre gut, wenn er sich mal in der Startelf wiederfinden würde. Mario, andere Idee für die Startelf? Also ich glaube, Meiner ist tatsächlich ein extrem wichtiger Joker. Auch jetzt vielleicht sogar schon für das kommende Spiel, man weiß es nicht. Aber eben weil der nochmal so einen Speed mitbringt. Ich weiß nicht, ob es gerade aus dem Grund nicht taktisch gar nicht so verkehrt ist, ihn als Joker zu bringen. Einfach, wenn der Gegner schon ein bisschen müde gespielt ist, dann nochmal so einen schnellen Spieler auf die Seite zu schmeißen, der im Zweifel dann eben den davon rennt und auch im Strafraum recht flexibel dann ist und sich da durchwuselt, als den von Anfang an zu bringen und der quasi wird dann gleichermaßen mit müde. Aber schwer zu sagen, ich würde es ihm auch gönnen, dass er mal von Anfang an ran darf. Ich finde, er hat zuletzt da ja auch sehr ansprechende Leistungen gezeigt, aber ich glaube, dass es auch taktisch bedingt ist, einfach, dass er im Zweifel später reinkommt, um dann nochmal wirklich nochmal neuen Elan reinzubringen, nochmal neuen Schwung, Tempo. Wen würdest du denn auf rechts stellen, Mario? Das ist echt eine gute Frage. Also ich versuche mir gerade im Kopf so eine Wunschaufstellung zusammenzubauen und tue mich echt schwer, weil es halt wirklich es spricht ja vielleicht auch ganz für uns, dass wir ein bisschen flexibel sind gerade vorne. Ich habe tatsächlich gerade einen Geistesblitz gehabt. Ich weiß nicht, ob das eine Aufstellung ist, die für den zum FC passen würde. Was wäre denn, wenn der FC nicht in einem 4-1-3-2 spielt, oder in einem 4-1-4-1? Also
wie gesagt, Defensive, also die Innenverteidigung, Außenverteidiger, klar, defensives Mittelfeld Skiri und davor Kainz, Duda, Ljubicic, Schindler, Schrägstrich Meiner und davor nur ein Stürmer. Dann wahrscheinlich Dietz, ne? Als einzigen Vielleicht Stürmer. Dietz, genau. Ich ja. bin persönlich kein großer Fan davon, mit einem Sechser zu spielen. Aber das wäre mir so oder so. Wir werden ja in dem Spiel nicht mit zwei Sechsern noch. Ich wollte gerade sagen, in dem Spiel sehe ich aber keine zwei Sechser. Ja. Und in diesem 4-1-4-1 gut, bei einem 4-1-4-1 würde sich einer ja wahrscheinlich ein bisschen... genau, hast du ja tendenziell die Option, wenn du tatsächlich, ich sag mal, mit Duda, Ljubicic und Skiri in dieser, ich sag mal, ob das eine Dreier, es ist ja im Prinzip nachher eine Dreier innen, also eine Dreier-Mittelfeld-Raute. Und du kannst die ja, ich sag mal, so spielen, dass wenn du im Angriff bist, Ljubicic, als Beispiel Ljubicic, weil der dafür prädestiniert ist, nach vorne rückt und in der Rückwärtsbewegung sich als Sechser mehr fallen lässt. Eine Dreierraute nennt man übrigens Dreieck in der Mathematik. Ja, ist mir auch aufgefallen. Nee, aber ich finde, da deine Idee hat was, weil man damit diesen Zehnerraum so ein bisschen mehr bedienen kann quasi. Ich weiß nicht, ob Baumgart in André Duda wirklich für so ein wichtiges Spiel einen Startelfspieler sieht. Ich finde eigentlich, du brauchst seine Qualitäten. Aber ich kann mir vorstellen, dass Baumgart auch so ein bisschen, manchmal vielleicht ein bisschen stur ist und dann eher einen Olesen dahin stellt. Oder einen Olesen. Also, wie gesagt, ich finde, dafür habe ich zu wenig von Matthias Olesen gesehen, um das vollumfänglich bewerten zu können. Aber wenn wir bei André Duda doch eins wissen, so einen Moment oder zwei Momente hat er in der Saison. Und wenn es dann vielleicht die sind, die eben dafür sorgen, dass wir da weiterkommen, nehme ich es gerne mit. Mhm. Hier wird noch angeregt, dass man Tigges und Dietz in den Sturm stellt, quasi die Kühlschrank-Variante. Wir haben ja auch mit Modest und Anderson gespielt letztes Jahr, ne? Sogar im Derby, glaube ich. Das hat mir zum Beispiel persönlich nie gut gefallen. Nee. Was aber vielleicht auch ein bisschen an den beiden Stürmertypen liegt, oder? Weil der Anderson einfach so ein eher unbeweglicher Stürmer ist? Oder liegt das wirklich an der Idee, da zwei Kanten reinzustellen? Also, nee, die Kombination Modest und Anderson, die hat, finde ich, bei uns nie wirklich gut funktioniert, in den Fällen, in denen wir es ausprobiert haben. Mhm. Tigges und Dietz wäre, glaube ich, auch eine andere Nummer, weil es unterschiedliche Typen sind und weil es eben auch ein anderes Spiel ist, als mit Anderson und Modest gemeinsam im Sturm. Aber schwierige Kiste. Also ich glaube, da könnten wir die halbe Nacht drüber philosophieren. Und ja, also Tigges Dietz ist mir aber zu, ohne den beiden das Böse auslegen zu wollen, zu wenig spielerisches Element. Mhm. Also, was vielleicht ein Sages Adamyan hat, dass der sich ein Ball schnappt, auch mal ins Dribbling geht, das sehe ich halt bei den beiden nicht, ohne das, wie gesagt, negativ bewerten zu wollen. Das können die vielleicht, also vielleicht können sie es, aber nicht in dem Maße wie vielleicht ein Sages Adamyan. Die sind beide tatsächlich eher sehr groß, kopfballstark, aber ob du dann davon zwei da vorne drin brauchst, vor allem muss man auch immer dazu eins sich vor Augen halten, wenn du die von Anfang an bringst, hast du nachher keinen mehr für einen 1-zu-1-Wechsel. Also wenn du tatsächlich mit Dietz und Tigges spielst, hast du keinen adäquaten Schrank in der Hinterhand. Sebastian Anderson, rette uns. Du hast es doch schon mal gemacht gegen Kiel. Ja, aber, ja. Von der Tribüne in den Heldenstatus. Es gibt ja Sachen, die glaube ich nicht. Und das ist eine davon. Ich glaube, da hat viel zu viel Angst, dass er sich noch verletzt und dann gar nicht mehr weg kann. Es wäre auf jeden Fall sehr überraschend, ja. Ja. Ja, ich bin wirklich sehr gespannt, was Baumgart und sein Trainerteam da aus dem Hut zaubern werden. Vielleicht, was man vielleicht auch nicht, also ich meine, den haben wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm, vielleicht so ein Tim Lemperle-Move. Ja, den wollte ich jetzt eh noch ansprechen, der war gar nicht im Kader gegen die Eintracht, ja, genau. Hat U21 gespielt,
War das mit Hinblick auf Verherber vielleicht so der Obermove von Baumgart? Oder ist das halt auch dieser Bandstrahl, den ja Duda und manchmal auch Lemperle trifft, weil Baumgart nicht der größte Fan von den beiden ist? Also, ich glaube, es geht ja auch tatsächlich nichts. Ich gucke jetzt gerade mal, ob Lemperle gespielt hat. Lemperle hat tatsächlich hat gespielt. 90 Minuten ja. gespielt. Nicht getroffen. Hussein Basic hat getroffen übrigens, by the way. Ja. Ich glaube schon, dass es manchmal wichtiger ist, also nichts geht über Spielpraxis. Und wie gesagt, dafür bin ich zu weit weg, warum Lemperle da rausgenommen worden ist. Ich meine, wir haben es ja an Schindler schon gesehen, dass dieses rein raus schnell gehen kann, also von der Tribüne in die Startelf auf die Tribüne. Vielleicht ist das auch ein Move, weil Lemperle ja auch auch tatsächlich gar nicht so klein ist. Das vergesse ich persönlich immer. 1,88 oder so. Genau, ne? Der ist 1 oder 1,87. Ja. Also der ist jetzt nicht 1,72. Und ich glaube, das vergesse ich persönlich immer so ein bisschen, dass man den da kleiner einschätzt. Aber tatsächlich ist so ein bisschen ein anderer Spielertyp. Aber wie gesagt, vielleicht ist es auch Thiemann. Also ich tue mich da sehr, sehr schwer mit, vertraue aber weiter in die Aufstellung und in das Scouting und in das Team, in das Gesamtteam, nicht nur in das Trainerteam, sondern auch in die Mannschaft, weil ich glaube, da hat sich jeder mehr vorgenommen für dieses erste Spiel. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch bei den Spielern für Wut im Bauch sorgt. Und die musst du jetzt bestmöglich kanalisieren und darfst dann aber auch halt nicht überpacen, sondern du musst ja jetzt nicht Harakiri spielen. Du kannst ja tatsächlich in Ruhe anfangen, das Spiel zu gestalten. Und wie gesagt, wir müssen ja keine 4 Tore aufholen, wir müssen ein Tor aufholen. Ja. Und einfach gewinnen, egal wie. Genau, du musst gewinnen und idealerweise mit 2 Toren Unterschied, dann bist du nämlich weiter. Ja. Und ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob Fairhair so locker bleibt, wenn wir das 1-0 machen und die drückend spielerisch dominierende Mannschaft sind. Nee, locker nehmen werden sie es nicht. Also ich denke mal, das Spiel wird so laufen, dass sie erstmal eher abwartend agieren und sich ja potenziell hinten reinstellen. Aber wenn wir dann den Ausgleich machen, dann müssen sie ja zwangsläufig mehr fürs Spiel machen, sondern hilft ihnen das Mauern nichts und im Zweifel auf den einen Konter lauern, weil dann müssen sie aktiver werden, dann wird es auch wahrscheinlich etwas offener werden und dann tun wir uns wiederum aber ja auch leichter, da haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Insofern, ich erwarte letzten Endes so ein Spiel und wichtig ist halt eben genau dieses eine Tor dann zu machen in der Phase und dann geht das Spiel auch wieder anders weiter. Genau. Apropos anders weitergehen. Hier geht's jetzt weiter mit den 3 Fragen zu Verherber wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Ich bin gespannt. Mario, du bist mein Joker. Ich muss jetzt hier Fragen zu einem ungarischen Siebtplatzierten beantworten. Und bin das mal ist gespannt, meine Spezialität. Bin gespannt, ob der Robot-Tennis nett zu mir war oder ob du jetzt irgendwelche richtig brutalen Fragen hast. Also eine Frage ist tatsächlich, die dritte Frage ist mir tatsächlich bei dem Recherchieren gekommen und die ist mir so ins Auge gestochen. Bin ich mal gespannt, ob du, also die wirst du nicht beantworten können. Also ich weiß natürlich nichts über diesen Verein. Ich weiß nichts. Ich weiß nicht, wer die gegründet worden sind, wie das Stadion heißt. Das ist alles fragen. Da kommen wir doch direkt schon zur Frage 1. Ja. Wann ist denn der keine Ahnung. Die Vinci Moll, wie auch immer, Verherber gegründet worden. Was weiß denn ich? 2001. 2009? Hm. 1941? Oder 1974? Ich habe mich null vorbereitet. Ich sag jetzt mal, es ist das ist ja irgendwie so ein Fake-Plastikverein auch, ne? So ein Sponsoren-Dingsbums da. Wahrscheinlich gibt's die echt erst seit 2009, aber ich habe keine Ahnung. Weißt du es, Mario? Hast du einen Tipp für mich? Ja, tatsächlich. Ah, ja, sehr gut. Guter Mann. Guter Mann. Sahne. Guter Mann. Ja, dann, hau mal raus. Ich weiß es, weil es im Rahmen des Hinspiels thematisiert wurde, weil irgendwer so spaßeshalber gesagt hat, die sind ja sogar älter als der FC. Aha. Es ist 41.
Ja, und Marco, stimmt? Ja, das ist richtig. Das ist tatsächlich richtig. Also ich gebe das zu, ich habe mich mit diesem Verein 0,0 beschäftigt. Ich auch nicht. Es ist wirklich absoluter Zufall, dass ich das jetzt beantworten kann, weil wirklich genau das Thema war. Mal gucken, wie die anderen Fragen sind. Ja, wir bleiben noch beim Sportlichen. Wie oft war denn der FC Fährherr oder seine Vorgänger Namensgeber? Tatsächlich sind da auch schöne Konstellationen bei, wer das sich durchlesen will. Da sind sämtliche Konstellationen mit irgendwelchen Namensgebern mal drin. Wie oft war der denn ungarischer Meister? Einmal, dreimal oder fünfmal? Ja, auch keine Ahnung, weiß ich nicht. Oh Gott, das kann ich auch beantworten. Das ist doch Unverschämtheit. Aber da muss ich dazu sagen, das weiß ich nur, wir machen ja auch einen Podcast und im Rahmen des Hinspiels habe ich den bei Kicker den Vergleich, da gibt es ja immer dieses Vergleichsschema der beiden Mannschaften, wo die so gegeneinander gehalten werden, so Anzahl der Meisterschaften und sowas. Und nur deshalb weiß ich es, weil ich es da gelesen habe. Das Schlimme ist, ich habe eure Folge dazu sogar gehört und weiß es trotzdem nicht. Nee, also ich schmeiß die Frage, ich zahle den Euro auch in die Kasse, aber Mario darf lösen. Genauso oft wie wir, dreimal. Genau. Und tatsächlich 2011, 2015 und 2018, also verhältnismäßig gar nicht so lange her. Ja. Da habe ich nämlich noch gewitzelt, weil im Kicker-Vergleich steht tatsächlich so deutsche Meisterschaften, FC 3. Feha war 0. Und das fand ich sehr lustig. Also die haben es nicht mal fertig gebracht, bisher deutscher Meister zu werden. Das ist schon ein bisschen armselig, muss ich sagen. Ja, das ist wirklich peinlich. Sollte der FC Feha war FC sich mal hinter die Ohren schreiben. Ja, ich fürchte, wenn die uns raushauen sollten, haben sie uns übernommen quasi. Haben sie uns gelöscht und überschrieben. Ja. Ähnlich wie die Eintracht mit Barcelona. Umgekehrt ist der FC aber auch noch nie ungarischer Meister geworden. Und das ist der eigentliche auch, Skandal. Ja, genau. Ja, absolut. Aber wir sind immerhin Florida-Cup-Sieger. Sind die nicht? Das kann uns niemand mehr nehmen. Erster Florida-Cup-Sieger. Erster. Das bleibt für immer. Ja. Ja, jetzt kommt eine Frage. Also wenn der Mario die beantworten kann, dann höre ich jetzt hier auf. Also so viel Dusel kann ich eigentlich nicht mehr haben. Also tatsächlich. Also jetzt ist mich gespannt. Was sind denn die deutschen Partnerstädte von Schehes Fehava? Städte, Plural. Städte. Ich nenne jetzt immer zwei. Ja. Und meistens haben ja so Städte zwei oder eine Partnerstadt und Schehes Fehava hat tatsächlich zwei deutsche Partnerstädte. Sind es die Städte Konstanz und Olfen? Verl und Rostock oder Schwäbisch Gmünd und Weißenburg? Okay, wo liegt denn Weißenburg? Darf ich das wissen oder ist das Teil der Lösung, das zu wissen? Das ist nicht Teil der Lösung, nein. Also verrätst du es mir, wo das liegt? In Bayern. In Bayern. Meine Theorie ist ja, Ungarn hat bestimmt eine ostdeutsche Partnerstadt. Und ich glaube, wenn ich richtig zugehört habe, war die einzig deutsche, ostdeutsche Stadt, die dabei war, Rostock. Ja. Ich glaube, sonst waren da keine anderen. Ich kann es dir nochmal vorlesen. Ja, sag nochmal. Konstanz, genau. Olfen, Verl mit Olfen V. Olfen liegt, weiß ich auch nicht. Das kann ich beantworten, weil da wohnt ein Arbeitskollege von mir. Deshalb hoffe ich drauf, dass es Olfen ist. Ja. Aber ich weiß es tatsächlich. Verl mit V und Rostock und Schwäbisch Gmünd und Weißenburg. Und Weißenburg liegt in Bayern. Jetzt ist natürlich auch die Frage, sitzt der Ruhrpott-Hennel zu Hause auf so einer Landkarte, wirft da einen Pfeil drauf und kommt auf Weißenburg, weil er sich denkt, oh, klingt plausibel, oder wie kommen diese anderen Auswahlmöglichkeiten zustande? Vielleicht als Tipp, Olfen ist nicht so weit entfernt. Ja, das Münsterland, haben wir ja schon rausgefunden gerade. Ja. Vielleicht habe ich ja früher in Weißenburg im Urlaub gemacht. Ja, kann natürlich sein. Kann sein. Ob du der Typ bist, der in Bayern Urlaub macht, keine Ahnung. Ich bleib bei meiner Ostblock-Theorie und sag deswegen die Antwort mit Rostock. Das ist tatsächlich falsch. Ah, dann löse auf. Die Partnerstädte sind Schwäbisch Gmünd und Weißenburg. Ja, guck mal, ich habe ja schon gedacht, dass du sowas nicht aufschreibst. Ja, also tatsächlich habe ich gedacht, oh, jetzt fragt er, warum, wo ist Weißenburg?
Ich muss mir tatsächlich auch aufschreiben, dass es in Bayern liegt. Weißenburg in Bayern heißt tatsächlich, ist ein bisschen nördlich von Ingolstadt. Ja, herzlich willkommen. Ich frage mich ja mal, wie sowas zustande kommt. Also das muss ja irgendwie passieren. Ne? Sitzt da einer in Fehr war und sagt so, wir brauchen jetzt mal eine Partnerstadt, ruf doch mal in Schwäbisch Gmünd an, ob die da nicht Lust zu haben. Oder wie kommt das zustande? Es muss ja irgendwelche Connections zwischen den Städten geben, die dann dazu führen, dass man sagt, so, man ist jetzt hier eine Partnerstadt. Vielleicht hat da mal der ehemalige Bürgermeister Urlaub gemacht oder so. Ja, irgendwie sowas muss es ja sein eigentlich. Ja. Ich kann es tatsächlich auch nicht erklären, wie sowas. So lange in deutschen Rathäusern angerufen, bis irgendwer sich erbarmt hat. Oder umgekehrt, ne? Vielleicht gibt es ja auch so eine Partnerstadt von Schwäbisch Gmünd werden. Dann ist man irgendwann in Fehr, aber dann fündig geworden. Vielleicht gibt es ja auch so ein Tinder für Partnerstädte quasi. Du swipest so lange rechts, bis einer zurückswiped oder so. Und dann haben Fehr und Schwäbisch Gmünd sich dann gematcht. Ja. Genau, die haben also gemerkt, kein anderer swipe für uns, wir müssen mal irgendwie. Tatsächlich, Schwäbisch Gmünd und Weißenburg in Bayern liegt auch nur 150 Kilometer auseinander. Ja, dann kann doch der geneigte Ungar direkt so einen Roundtrip durch seine Partnerstädte machen. Genau. Sehr schön. Ja, die sind wahrscheinlich da auch vorbeigefahren, als sie nach Köln gekommen sind. Ja. Ich würde auch vorschlagen, wenn wir gegen die gewinnen, dann werden die unsere Partnerstadt. Aus Dankbarkeit. Ja. So, wir haben es schon recht spät, deswegen drücke ich mal auf die Tube. Wir haben noch ein Spiel vorzubeschauen. Nämlich das gegen den VfB Stuttgart. Die gute Nachricht zuerst. Es munkelt, dass Sasa Kalajdzic den Verein verlassen wird, weil er das Interesse der Wolverhampton Wanderers geweckt hat. Und dafür wahrscheinlich eine absurd hohe Summe hinwechseln wird. Wäre natürlich gut für uns, wenn der gute Sasa da nicht mehr spielen würde, weil wir alles noch erinnern können an das Spiel am letzten Spieltag der letzten Saison. Und VfB-Profi Sosa mit Alanta über Wechsel einig? Fragezeichen? Noch besser. Ohne Sosa und ohne Kalajdzic würde ich sofort unterschreiben. Ich meine, das Gute ist, selbst wenn die nicht wechseln, die lässt du ja meistens nicht mehr spielen, so am Vorabend des Wechsels quasi, siehe Isibue, weil du Angst hast, die sich verletzen oder irgendwie irgendwas anderes noch passiert. Also es wäre ja cool, wenn das die dann nicht spielen. Das Wechselfenster ist der erste, ne? 1.9., ja. Und dann, was ist Samstag für ein Datum? Der Sonntag, 28. Sonntag ist der 28. Ne? Das heißt, da muss man schon gucken, dass sie sich nicht mehr verletzen, die beiden. Habt ihr vom VfB diese Saison schon irgendwas gesehen? Ich habe die Zusammenfassung, nee, stimmt, die Konferenz habe ich gesehen, wo die gegen Freiburg jetzt gespielt haben. War nicht gut. War nicht gut. Die hatten große Probleme mit der offensiven Durchschlagskraft. Was heißt, die werden 3 Tore gegen uns schießen. Aber in dem Spiel, weil Freiburg ja auch eine sehr clevere Mannschaft, sehr gut verteidigende Mannschaft ist, hatten die keine Lösungsansätze. Auch Kalajdzic, also die Stuttgarter habe ich mitbekommen, in der Stuttgart-Bubble befürchtet man oder behauptet man, wie auch immer, Kalajdzic sei schon in Gedanken bei seinem neuen Arbeitgeber und hätte eher so ein bisschen körperlos gespielt. Das habe ich jetzt so genau nicht verfolgt. Aber gut war es jedenfalls nicht. Also ich habe tatsächlich noch null von Stuttgart gesehen. Ich habe sie aber vor der Saison, glaube ich, jetzt muss ich gerade überlegen, habe ich sie als Absteiger getippt oder auf Relegation, aber auf jeden Fall irgendwo in den Regionen, vielleicht auch eher der Wunschvater des Gedanken, man weiß es nicht, aber schwer zu sagen. Also ich kann zu Stuttgart gar nichts sagen gerade, weil ich, wie gesagt, noch nichts von denen gesehen habe. Ja, vielleicht, also wenn die beiden wirklich gehen würden, dann auch sehr spät in der Transferphase, wird es natürlich auch sehr schwer für den VfB die Klasse zu halten. Da muss man sich, glaube ich, keine Illusionen machen. Für das Spiel ist es tatsächlich für uns nicht zum Nachteil, wenn da jetzt es vielleicht nicht so ist, dass da schon irgendwie alles in Sack und Tüten ist. Also selbst wenn da es noch nicht so ist, mal gespannt. Also, wie gesagt, ich glaube, das sind auch tatsächlich ja die Spieler, die so der heiße Scheiß in Stuttgart sind. Wie gesagt, ich bin tatsächlich gespannt, was das mit dem VfB macht. Ja, schwierig. Also tatsächlich finde ich es schwierig. Es wird mich natürlich, vor allem muss man ja auch dazu sagen,
Es ist die Rückkehr von Alex Werle, ne? Aha, da war ja was. Und allein deswegen wünsche ich denen, wir haben die in der Liga gehalten, jetzt reicht's aber auch letztes Jahr, ne? Mhm. Jetzt können sie mal geschmeidig hier die 3 Punkte abliefern bei uns. Ja, aber da war doch was von wegen Heimspiele gegen den VfB, ne? Ich erinnere mich. Ja, haben wir meistens nicht so sonderlich gut ausgesehen. Richtig. Mhm. Und natürlich wird langsam auch das Thema Belastung ein Ding. Der Baumgart hat schon gesagt, er hätte gegen die Eintracht gar nicht gewusst, wen er zuerst auswechseln sollte. Jetzt hängt, glaube ich, viel davon ab, wie wir gegen Ferhava uns da schlagen. Also ob wir da, keine Ahnung, 5-0 in der 30 Minuten führen, das Ding runterspielen können. Oder ob wir bis zur 120. Minute gehen müssen, vielleicht bei ungarischen Höchsttemperaturen von, weiß ich nicht, 35 Grad im Abend oder so. Keine Ahnung. Hängt viel von ab für die Belastungssteuerung. Ich erwarte auf jeden Fall eine Rotation gegenüber dem Ferhava-Spiel. Und dann wird es natürlich schwer, weil die Stuttgarter jetzt ja schon wissen, dass wir da ein bisschen angeschlagen, ein bisschen weitwund hinkommen werden, dank dieser 90 bis 120 Minuten gegen Ferhava. Also insofern, ja, wird schon ein knackiges Spiel werden. Ja, also einfach wird's auf keinen Fall. Wo du gerade Temperaturen in Ferhava sagst, für Donnerstag sind Temperaturen um die 29 Grad in der Spitze angesagt. Wobei das Spiel ist ja um 19 Uhr. Ganz wichtig, nicht 20:30, liebe Zuhörerinnen und liebe Ungarnreisenden. Also alle, die da hinreisen, denkt dran, ihr müsst um 19 Uhr im Stadion sein, nicht um 20:30. Ja, also tatsächlich, ja. Und läuft übrigens auf RTL Plus, habe ich noch vergessen zu erwähnen. Mit einem Gratismonat, den man abschließen kann. Richtig. Ich frage es nicht über Twitch. Nein, ich frage es nicht. Ich muss nachher off-air fragen. Aber falls jemand einen Account hat und nach Ungarn fährt, sollte er mal dem Robert Hennis eine Nachricht schreiben. Das kann man auch gerne tun, ja. Tatsächlich, also das ist ja tatsächlich skandalös. Du brauchst jetzt hier 3 Accounts, um die Scheiße zu gucken, ne? Ja, und dann bist du immer noch nicht komplett versorgt, ne? Wenn du jetzt noch irgendwie unsere Frauen gucken willst oder U21 oder so. Telekom, nee. Magenta. Genau. Oder hier Total Sport, wie das heißt für die U21 oder was Sport Total, wie es heißt. Ja. Ich habe übrigens gerade nachgeguckt, weil ich wissen wollte, ob ich Blödsinn erzähle, und ich habe wirklich Blödsinn erzählt. Ich habe nicht Stuttgart da unten drin getippt, sondern Bremen-Augsburg als direkter Absteiger und Wolfsburg in der Relegation. Da ist aber auch Wunsch der Vater des Gedanken, ne? Ja, bei Bremen, also gegen Bremen habe ich persönlich jetzt nicht so die Riesenabneigung, die sehe ich irgendwie neutral. Bei Augsburg, ja, absolut Wunsch. Das würde ich mir wirklich wünschen, und bei Wolfsburg eigentlich das Gleiche. Und die habe ich, wie gesagt, auf die Relegation getippt. Stuttgart kommt da gar nicht vor. Hatte ich falsch in Erinnerung. Wollte ich nur richtig stellen. Ja. Ich glaube, Bremen ist zu stark. Ich finde die stärker als Schalke, und das reicht wahrscheinlich in dieser Saison. Ich habe mir von den beiden letztlich einen ausgesucht und hatte da irgendwie drauf getippt, dass Schalke einfach das glücklichere Händchen nach dem Aufstieg hat. Und deshalb habe ich da Bremen unten reinsortiert. Das hätte aber auch genauso gut anders ausgehen können, nach Tageslaune. Schalke hat wieder den Erstliga-Tirolle. Das ist ein Problem. Ja. Naja, ich habe noch 3 Fragen für euch vorbereitet zum VfB. Also wenn der Mario jetzt nur ansatzweise so gut drauf ist, sehe ich da keine Probleme. Genau. Boah, so. Beim VfB da, boah, nee, das würde ich. Ich habe aber jetzt darauf verzichtet, irgendwelche historischen Fragen zu stellen. Ich stelle nur Fragen, die aktuelle Mannschaft, den aktuellen Verein von denen betreffen. So. Also, wir wissen alle, dass der Spieler mit dem höchsten Marktwert im Kader Sasa Kalajdzic ist. 25 Millionen laut Transfermarkt.de. Wer aber ist der Spieler mit dem zweithöchsten Marktwert? Also, wer hat den zweithöchsten Marktwert nach Sasa Kalajdzic? Ist das A, Konstantinos Mavropanos, oder B, Silas, oder C, Borna Sosa? Boah. Würde raten, wenn ich rate, würde ich Sosa sagen. Ich wäre auch tatsächlich meine erste Wahl gewesen, wobei ich bei Mavropanos, der kommt ja von Arsenal, die haben ja, schreiben sich da auch hier irgendwelche Fantasiewerte manchmal rein.
aber tatsächlich meine ich sogar mal irgendwie mitbekommen zu haben. Also meine ich irgendwann, auf wessen Grundlage? Transfermarkt.de oder sowas, ne? Immer Transfermarkt.de, ja. Ich glaube nämlich, als wir letzte Saison gegen Stuttgart gespielt haben, hatte Borna Sosa irgendwas mit um die 19 oder 20 Millionen Euro Marktwert, weil ich gedacht habe, so, wer könnte denn bei dem Abstieg da für uns interessant werden, wenn wir die absteigen, zum Abstieg schießen. Und ich sag Borna Sosa. Wie hoch ist der Marktwert, bevor du es jetzt auflöst? Du möchtest wissen, wie hoch der zweithöchste Marktwert ist? Oder? Ja. Der liegt bei 23 Millionen. Ja, dann ist es Borna Sosa. Also ich hätte Borna Sosa sowieso. Dann wäre der noch gestiegen und ja. Also Mavropanos hat 15 Millionen. Das heißt, der ist schon mal nicht der zweithöchste. Aha. Silas hat wahrscheinlich auch wegen Verletzungen und so auch nur 15. Und damit hat Borna Sosa die 23 und ist damit der zweithöchste Spieler von denen. Yay. Wobei ich mir frage, wenn Borna Sosa 23 Millionen bringt, dann muss ja Benno Schmitz 30, 35 Millionen bringen. 350. Ja, mindestens. Minimum. Ja. Apropos Borna Sosa, wir bleiben bei dem sympathischen jungen Mann. Der hat nämlich eine doppelte Staatsbürgerschaft. Die Frage ist, welche beiden Nationen hat er? Dann sag ohne Antwort. Kroatien und Deutschland. Mario, stimmst du zu? Oder soll ich erstmal die Antworten vorlesen? Ich stimme unwissend zu, hätte aber auch auf die beiden getippt tatsächlich. Also Kroatien hätte ich gewusst, aber dass er auch die Deutsche hat, wäre jetzt Spekulatius gewesen. Ja, also Kroatisch stimmt. Ich hätte aber noch Kroatisch und Brasilianisch im Angebot. Nix. Okay, weiß. Hast recht, ist Kroatisch und Deutsch. Ich weiß aber nicht, woher ich sowas weiß. Also ich habe es irgendwann mal mitbekommen, aber der hat sich, glaube ich, relativ früh für Kroatien entschieden. Irgendwie, ich glaube, letztes Jahr oder so, ne? Auf jeden Fall später für die. Wann? Seit wann? Ja, ich meine tatsächlich, dass das tatsächlich auch mal, also der hat ja, glaube ich, auch kroatische U17, U19, U21 gespielt. Und ich glaube, das war tatsächlich kurz mal, hatte der DFB so überlegt und dann hat er, glaube ich, ich meine sogar letztes Jahr dann debütiert für Kroatien. So. Vielleicht hätte ich fragen sollen, wie heißt Silas mit Nachnamen jetzt, ne? Wäre vielleicht schwer gewesen. Habe ich aber nicht. Das ist ja falsch, ne? Also der echte Nachname dann. Ich meine, er wäre im Wumper, aber ist egal, ist nicht die dritte Frage. Da bin ich immer mir nicht sicher, was da der Nachname dann ist. Ja. Die dritte Frage ist eine andere. Wie heißt der amtierende Präsident des VfB? Ist das A, Alexander Werle? Oder B, Erwin Staudt? Oder C, Klaus Vogt? Oder D. Fritzle. Also Alex Werle ist klar, fällt raus, ist genau, Vorstandsvorsitzender. Vorstandsvorsitzender. CEO. Und auch der AG, ne? Wir sprechen von Präsident des Vereins, ne? Des e.V., ja. Des e.V. Was war das andere nochmal? Also Alex Werle, Erwin Staudt oder Klaus Vogt? Ich habe eine Präferenz. Ich auch. Erste sagen? Ich bin bei Klaus Vogt. Ja. Weil ich Erwin Staudt mit irgendeinem anderen Bundesligisten verknüpfe. Ja, die Begründung ist falsch, die Antwort ist richtig. Ist Erwin Staudt nicht irgendwo anders? Ich habe den dabei bei Stuttgart als irgendein anderes Amt rausgegoogelt. Okay. Der war bis 2011 Präsident beim VfB. Ja, okay. Aber tatsächlich, Vogt habe ich im Zuge der ganzen Thematik um den, der ist doch auch noch gar nicht so lange Präsident, ne? Nee, genau, der wurde erst vor 1-2 Jahren gewählt, tatsächlich. Ja, genau. Der Ehrenpräsident des VfB Stuttgart, genau. Lese ich gerade. Genau, das ist er. Ich weiß sogar, wer Vizepräsident beim VfB Stuttgart ist. Fritzle. Nee, schade. Rainer Adrian. Manchmal weiß ich auch nicht. Okay, beim nächsten Mal muss ich randomere Fragen stellen. Wie viele Kinder hat Erwin Staudt? 1, 2 oder 3? Ja. Oder 15? Ja. Ja. So, lass uns schnell noch diese Saisonwette rund machen. Da müssen wir jetzt für Herwa und SGE einbauen. Wir haben sondern spontan vor dem Spiel noch unsere Saisonwette um einen weiteren Faktoren ergänzt.
Wir haben gesagt, da Modest ja weg ist, machen wir jetzt pro Tor von Florian Dietz 5 Euro da rein. Das haben wir vor dem Spiel gesagt. Und hier direkt getroffen, weil der will ja auch, dass Geld da reinkommt. Also, ich glaube, der hat auch nur deshalb getroffen. Glaube ich auch. Der hat uns noch gehört, ja. Hat uns gehört. Ja, vor dem Stadion. Ja. Das Gute ist, ich habe vor dem Stadion 2 Becher gefunden und damit sind die 5 Euro refinanziert. Ja, ein Jackpot für uns. Genau. Erstmal gibt's von mir 1 Euro für meine falsche Antwort vorhin bei der einen Frage, die Mario wusste. Du hast alles schadlos überstanden. Dann, Klassenhalt haben wir noch nicht. Einsatz aller 2000er gegen Ferber. Warte, schaue gerade rein. Thielmann, ohne Thielmann, ja. Warte, Dietz müsste älter sein, ne? Dietz ist irgendwie. Ja, Vierer. 98er Jahrgang, ja. 24er. Ja. Dietz und Olesen. Nicht Dietz. Dietz haben wir gesagt, ist nicht. Thielmann und Olesen. Nur die beiden. Warte, ich gucke nochmal bei Tigges. Tigges müsste auch älter sein. Ja, ist auch 24. Wie alt ist so ein Lindenmähner? Ist der nicht schon 23? Ja, der müsste auch, 99er Jahrgang. Ja, ja, genau. 99er Jahrgang. Ja. Also 2? 2. Gott, stand 2 Euro. Wisst ihr, pass auf, manchmal, wenn ich so bei Kicker drauf bin, wisst ihr, wer der erste Verein von Lindenmähner war? Muss ja was Witziges sein oder Wichtiges. Ja, ich find's gut. Also er hat in Berlin angefangen, das kann ich sagen, weil er ist ja in Berlin geboren. Ja. SV Pfefferwerk Berlin. Pfefferwerk, okay. Vielleicht ein sprichwörtlicher Werksverein. Werde ich jetzt googeln. Sport. Da könnte doch Lucky Boy hinwechseln. Der Lucky Boy vom Pfefferwerk. Ich finde, wir müssen die Folge auf jeden Fall auch irgendwas mit Lucky Boy nennen. Das können wir gerne machen. Lucky Boys oder werde zu den Lucky Boys. Ja, genau. Get Lucky Boys. Also 2 Euro für 2000, ne? Genau. So, dann sind wir bei, mit dem Tor von Florian Dietz sind wir bei 7 Euro. Das Überstehen der Playoffs können wir ja dann erst in der nächsten Woche da reinschmeißen. So sieht's aus. So, dann ist dasselbe nochmal gegen Frankfurt. Kein Tor von Dietz. Ach, wir haben vergessen, die Tore von Nicht-Modest mit einzurechnen. Ja, aber Dietz zählt dann nicht doppelt, ne? Ach so, ja, dann nicht, okay. Aber das können wir gegen Frankfurt ja machen. Da haben wir dann schon mal ein Tor von Nicht-Modest, also von Thielmann in dem Fall. Und auch wieder 2 2000er oder mehr. Tigges? Nee, Tigges ist 24. 24. Olesen. Thielmann. Das war's. Ist doof, dass Lämperl und so nicht mehr spielen. Ne? Die haben immer ganz gut Geld reingebracht. Ja, das ist richtig. Also 4 Euro für den dritten Bundesligaspieltag. Ja, Steffen Baumgart, bringen wir wieder ein paar mehr 2000er Jahrgänge, damit wir hier ein bisschen was tun können. Du siehst doch, Thielmann zahlt ja da auch zurück mit Leistung. Und ich zahle einen Zehner, wenn Thielmanns Tor des Monats wird. Oh, das schreibe ich mir direkt auf. Marco, 100 Euro. Nee, 10. Achso, 10 Euro. Ja, das wird schon wieder hier reingequatscht, die 100 Euro. Thielmann. Aber es muss das Tor gegen die Eintracht sein, ja? Wenn er jetzt nochmal ein Tor des Monats schießt und das dann gewinnt. Pass auf, wenn der das 7-1 gegen Fairher war, es als Abstoß macht, dann zahle ich auch gerne dafür 10 Euro. Ja. Gab jetzt ja ein Torwart-Tor in der dritten Liga, ne? Habt ihr gesehen? Ja, ja. Hier von Vincent Müller. War das nicht der Müller, der mal bei uns gespielt hat? Ja, das ist der Gölsche Müller. Das, wie gesagt, da sieht man Qualität. Ja, ich fand auch sehr. Wisst ihr, wir sind ja hier der Zweitnamen-Podcast. Ja. Also Vincent Müller hat zwei zweite Vornamen. Der heißt schon Vincent mit echtem Namen. also, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Der heißt Vincent Carsten mit C Maria Müller. Oh, vielleicht Rilke-Fans, ich weiß es nicht. Das ist Wahnsinn, ich bin baff. Mich wundert es eher, dass es nicht mitgenannt wird. Leute, die mit zweitem Vornamen Maria heißen, also Männer, die mit zweitem Vornamen Maria heißen, da wird er eigentlich immer so mitgenannt.
Christoph Maria Herbst, Christoph Maria Rainer, Herbst, Rainer Maria Rilke. Markus Maria Profitlich. Ist immer, ja. Der Zweitname wird immer mitgenannt, warum auch immer. Das macht man nur bei Männern, die Maria heißen. Stimmt. Ja. Vincent Carsten Maria Müller. Das wäre zu viel. Zu Vincent Carsten Maria, das ist ja, ne? Aber wenn er jetzt, wenn das Carsten fehlen würde, dann würde man den bestimmt Vincent Maria rufen. Das wäre auch direkt charakteristischer als einfach nur Vincent Müller, ne? Ja. Vincent Maria Müller schon. Ja. Das hat einen besseren Klang einfach. Vincent Maria Müller. Ich finde, ab sofort sollte der auch so heißen. Ja. Das haben wir jetzt beschlossen. Auch hinten am Trikot drauf. Maria, ja, genau. Ja. So, wir sind hier der Namenspodcast. Wir müssen es immer mal umbenennen, ne? Wir sind nicht mehr trotzdem hier. Wir sind dann irgendwie der Podcast mit den Namen oder sowas. Der mit den Namen. Der mit den Namen, genau. Der mit den Namen, ja, genau. Auch ein toller Move, das hinten auf dem T-Shirt drauf zu drucken, lieben der mit Gruß, den Haaren. Und dann so an SMR. Genau. Geiler Move. Also stabil SMR, stabil. Ja. Hat er gemacht? Ja, hat er gemacht. Gibt Fotos. Geil. Aus dem Auswärtsblock in Frankfurt. In Frankfurt. Trikot mit hinten, der mit den Haaren als Stadion, also als Flock. Coole Nummer. Ja. Ich habe nur das Bild gesehen, wo er einer von zwei Kölsch plötzlich war. Ja. Das habe ich nicht gesehen dann. Aber gut. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es fast. Ich habe noch einen Aufruf. Jetzt wahrscheinlich hört ja nach zwei Stunden irgendwas keiner mehr. Aber andersrum. Ich hatte ja ein T-Shirt übrig, so ein Europa-Aufrissen-T-Shirt in Größe S und habe das auch einer Hörerin geschickt, die da hoffentlich mit happy werden wird. Natürlich habe ich dafür keine 50 Euro verlangt, wie das andere Leute auf eBay Kleinanzeigen gerade tun. Ich habe es ihr sogar. Sondern 100. Ja, natürlich. Also ich bin ja. Ich hätte es ja anziehen können, dann wird es ja doch mal mehr wert dadurch, ne? Matchworn und so von mir. Nee, natürlich nicht. Ich habe gesagt, soll Geld in die FC-Stiftung reinschmeißen und dann schicke ich ihr das einfach so. Aber jetzt hat mir noch jemand anders geschrieben, der auch gerne so ein Trikot, T-Shirt in Größe S hätte. Wenn ihr also bei euch zu Hause ein T-Shirt in Größe S rumliegen habt, von hier Europa auffressen, wendet euch da bitte vertrauensvoll an mich, aber nur, wenn ihr da keinen Profit mitmachen wollt. Also gerne die Unkosten ersetzen, kein Problem, 10 Euro, ne? Aber nicht mehr als das. 10 Euro plus Porto, das ist fair, aber nicht für Wucher. Wenn ihr eins rumliegen habt und sagt, ah, es ist mir ein bisschen klein oder na, vielleicht scheiden wir eh aus gegen Färber oder so, dann schreibt mir bitte mal eine Nachricht und ich vermittle euch dann zueinander und stelle den Kontakt da her. Ja, wie gesagt, wird eh keiner hören hier nach 2 Stunden und 32 Minuten, aber naja, hoffentlich schon. In dem Sinne würde ich sagen, wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem Gast vom Mitgliederrat, Mario Valentino. Immer wieder gerne. Auf Twitter und in Social Media als linke.klebe zu finden. Ohne Punkt, einfach nur linke Klebe. Ohne Punkt, okay. Ich hatte ja gerade beim letzten Mal den Punkt falsch gemacht. Und dann, egal. Ja, bei Insta, jetzt muss ich gerade selber überlegen. Ich glaube bei Insta mit Punkt. Ich hatte da auch mal das linke Klebe ohne Punkt, aber dann habe ich den Namen irgendwann mal geändert. Ich weiß gar nicht mehr warum. Und dann konnte ich nicht mehr zurückgehen. Da musste ich einen Punkt dazwischen setzen. Also bei Insta mit Punkt. Aber da meine ich auch nicht so viel. Und bei Twitter ohne Punkt. Bei Twitter ohne Punkt. Okay. Und ohne Punkt und Komma auch der Ruhrpott-Tennis. Vielen Dank, dass du da warst, Marco. Immer gerne. Mein Name ist Dennis, auf Twitter als @KYLennep. Und auf Instagram nur zum Stalken und deswegen anonym. Bleibt uns gewogen, schaltet wieder ein nächste Woche. Vielleicht machen wir am Freitag nochmal so einen Twitch-Stream zum glorreichen Sieg gegen Färber FC. Und dann könnt ihr uns dann nochmal am Freitag mit euren Chatfragen bereichern. Bis dahin, bleibt uns gewogen, macht Idiot. Wir sind trotzdem hier.